Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 476. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Und wir haben heute einen Spezialgast, der Frankfurter ist und gleichzeitig aber auch geheime Kenntnisse zu West Ham United hat. Herzlich willkommen, Markus, also known at Sounds2Move auf Twitter. Gute und Gudinne, wie es bei Radio Badewald so schön heißt. Sehr schön. Ja, du hast dich ein bisschen aufgedrängt bei Twitter und hast gesagt, wenn ihr jemanden braucht, der noch ein bisschen mehr zu West Ham erzählen kann, dann funkt mich an. Da hat sich Marvin natürlich jetzt nicht irgendwie zweimal bitten lassen, sondern hat dich direkt hier mal zu uns eingeladen. Und da sind wir auch sehr dankbar für und werden dann auch gleich ein bisschen über West Ham und deine Erfahrungen über den Verein und auf was man da achten muss und wie die Eintracht es vielleicht schaffen kann oder nicht und wie das mit Karten und so weiter ist. Also wir haben viele Fragen sprechen. Der liebe Marvin hat uns gerade geschrieben, er ist gerade noch auf dem Weg nach London und hat gerade ein bisschen Spaß mit Behörden am Frankfurter Flughafen. Mal sehen, vielleicht werden wir euch zwischendrin live einfach an WhatsApp-Status-Updates von ihm teilhaben lassen. Mal gucken. Bevor wir soweit kommen, aber natürlich ganz klassisch ein bisschen Housekeeping zu Beginn. Wie ihr ja wisst, werden wir glücklicherweise und vielen Dank sehr viel von euch da draußen durch Hörerinnen und Hörerspenden unterstützt und wir suchen uns ja da immer stellvertretend ein paar Menschen raus, die uns hier unterstützen und ich habe mir diese Woche mal rausgesucht, die Helga, den Yannick und den Jürgen, alles schon Unterstützer längerer Zeit. Und wir sagen artig Danke dafür und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei, da findet ihr eine Supportseite. So, und bevor wir über West Ham sprechen, müssen wir zumindest kurz über das Bundesligaspiel vom vergangenen Wochenende sprechen. Die Eintracht spielt am Ende des Tages 2:2 gegen Hoffenheim. Endika ist an allen vier Toren mehr oder weniger beteiligt. Manchmal etwas aktiver, manchmal etwas passiver. Und am Ende, wie auch in unserer Vorgesprächung hier in unserem geheimen WhatsApp-Chat zu lesen, interessiert unterm Strich irgendwie das Spiel gar keinen. Warum? Patricia, warum interessiert es keinen? Ja, ich glaube, es ist erstens sehr unglücklich gelegen zwischen den ganzen Europa-League-Highlights jetzt. Der Fokus ist ja vor allen Dingen als Fan, glaube ich, ziemlich, ziemlich stark auf die Euroleague-Spiele ausgelegt. Zweitens, die Ausgangslage in der Bundesliga ist ja auch gar nicht mehr so gut und so interessant mittlerweile. Das hat man sich ja in den letzten Wochen selbst verbockt. Und ich glaube, das kommt dann zusammen. Dann ist der Gegner auch noch Hoffenheim. Nicht der glanzvollste Gegner und ich glaube, die drei Komponenten zusammen sorgen dann halt dafür, dass man, ja, dass das so ein bisschen so eine Pflichtveranstaltung ist, über die man aber eigentlich auch froh ist, wenn sie dann vorbei ist und man sich wieder auf die glanzvolleren Tage konzentrieren kann. Also geht mir zumindest so. Ich versuche mich auch gar nicht so sehr jetzt irgendwie daran aufzuhängen, ja, und jetzt erstmal zu genießen, was noch vor der Eintracht liegt, weil das halt wirklich, ja, wir wissen ja alle, historisch werden kann. Deswegen, ich glaube, da ist der Hype bei uns allen relativ groß und auf Hoffenheim halt eher weniger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Markus, wie war es bei dir? Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen wie so ein Geburtstag von irgendeinem Verwandten, wo man halt hingeht. Es ist vielleicht auch ganz okay, aber man ist jetzt nicht auf Wolke 7, weil man dort gewesen ist oder weil einen das Mossmäßig interessiert hat. Ja. Ihr habt eigentlich schon alles gesagt. War Hoffenheim, es geht in der Liga praktisch um die goldene Ananas und naja. Also ich dann muss hast du halt Europa League vor der Schnauze. Ich muss schon sagen, dass es mich geärgert hat am Ende, dass das Spiel so ausgegangen ist. Also klar ist es Hoffenheim und es wäre rechnerisch nur noch so ein bisschen was drin gewesen, aber so ganz egal ist es mir dann halt nicht. Man vergisst es vielleicht einen Ticken schneller, aber ich ärgere mich halt trotzdem nach wie vor noch, dass wir da nicht den Aufwand, den wir ja so oder so betrieben haben, um dieses 2:2 am Ende zu erreichen, nicht geschafft haben, dann tatsächlich in die vollen drei Punkte umzuwerfen, weil der Aufwand wäre jetzt nicht großartig anders gewesen. Also es ärgert mich halt schon, weil zumindest mal irgendwie noch den Versuch durchzuziehen, da bis zum letzten Spieltag noch irgendwie was mitzunehmen, den hätte ich halt schon gerne irgendwie gesehen, aber vielleicht bin ich da auch zu, weiß ich nicht, pessimistisch motiviert, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will.
Nee, klar, ich Aber die glaube, Chance das haben wir ja wollen. eigentlich. Oh, sorry. Nee, alles gut. Ich wollte gerade nur sagen, das wollen, glaube ich, alle Fans sehen. Und letztendlich natürlich ärgert man sich. Bei mir war es nur persönlich so ein bisschen, ich hab das Spiel ja nicht sehen können. Ich war in Hamburg unterwegs und hatte den Ticker so auf dem Handy offen. Und dann lag man ja 1-0 zurück. Dann dachte ich mir, ach, guck an, Bundesliga, so das ungeliebte Kind, man kennt's. War da so ein bisschen angefressen, aber der Ausgleich, dann hat man ja sogar geführt. Und das war so, da hat es mich sogar reingezogen und ich dachte mir so, ach cool, guck mal an. Und dann glaube ich, das 2-2 war dann letztendlich so, das hat mich noch mal kurz geärgert und danach habe ich es aber, das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt unterwegs war und mich gar nicht allzu viel auf Fußball konzentriert habe, aber letztendlich habe ich mich daran nicht so lange aufgehalten. Ja, das war alles, was ich sagen wollte. Sorry fürs Unterbrechen. Markus, was wolltest du noch Du sagen? warst ja zuerst. Ja, im Prinzip haben wir uns jetzt ja wegen dem, dass in der Liga jetzt erstmal nur noch ausgetrudelt wird, das musst du dir ja nicht, das musst du Spiel festmachen. Diese Chance oder diese Aussicht darauf, dass es nochmal spannend wird, die hast du ja schon vor längerem eigentlich immer mal Stück für Stück so ein bisschen, sage ich mal, vergeben. Also von dem her Ja. ist Hoffenheim jetzt nur noch quasi das Spiel, wo die letzte rein theoretische, rechnerische Chance noch bestanden hätte. Aber ganz ehrlich, ich kann auch jedem verstehen, der dann nach 85 Minuten nicht mehr voll durchzieht auf der Außenbahn, der genau weiß, es bringt erstens einerseits nicht wirklich viel und am Donnerstag spielst du in London. Also. Ja, klar, das kann ich dann natürlich auch schon verstehen. Vielleicht ist es dann auch eher so der Frust zu dem, was wir ja auch schon und ich glaube auch ich schon des Öfteren gesagt habe, dass wenn du dir halt einfach am Ende jetzt diese Tabellenkonstellation anguckst, wenn du halt einfach bei Hoffenheim oder gegen Hoffenheim und auch gegen zwei, drei andere nicht wirklich viel stärkere Gegner einfach mal ein bisschen konstanter die 90 Minuten durchgezogen hättest, dann hättest du jetzt, weiß ich nicht, 6, 8, 10 Punkte mehr auf dem Konto und dann wäre das alles wieder super easy. Wahrscheinlich ist es dann eher so diese Kombination da draus. Aber. Ja, das stimmt. Andererseits kannst du aber auch sagen, du kannst auch locker lässig den Punkt in Leipzig musst du auch nicht an jedem Tag mitnehmen. Ja, Also ist es gibt auch richtig. ein paar Spiele, die hätten in die andere Richtung kippen können. Also wenn ich Ja. mir den Europa League Run so angucke dieses Jahr, bin ich, glaube ich, mit der Saison mit mir trotzdem im Reinen am Ende. Wie auch immer das jetzt im Halbfinale ausgeht oder weitergeht oder was auch immer. Naja, wenn ich ja unterm Strich drauf gucke, dass wir in dieser Saison es gerade mal viermal geschafft haben, zu Hause irgendwie zu gewinnen, Ja, klar. dann nervt mich das halt schon so ein Stück weit. Aber den Ja, ich. Münchenflug besiegt. Ja, Ja. Immerhin. gut, klar. Es gibt natürlich auch so Highlights, die das dann auch wieder so ein Stück weit irgendwie wegmachen. Und ich glaube, die Euroleague ist da so ein ganz großes, was da einfach so ganz viel jetzt am Ende auch überdeckt. Ja, letztendlich kannst du dich ja retten. Also, wenn du das Ding gewinnst, dann bist du in der Champions League und dann redet man wahrscheinlich gar nicht mehr über irgendwelche Bundesliga-Platzierungen, weil es dann letztendlich auch egal ist, weil man ja trotzdem europäisch spielt und eine Menge an Geld kassiert. Von daher glaube ich, ist es dann kein Problem mehr. Natürlich, das muss man erstmal schaffen und da liegen ja noch ein paar Spiele dazwischen. Aber klar, ich glaube, das ärgert dann im Nachhinein schon, wenn man bedenkt, ich will es nicht nochmal rausholen, aber dass du halt wirklich gegen Mannschaften verloren hast oder Punkte liegen lassen hast, die du eigentlich hättest schlagen müssen und so weiter und so fort. Dann hattest du eine sehr, sehr schlechte Rückrunde, muss ich sagen. In der Hinrunde hat man es dann nochmal mit diesem einen Lauf geschafft, sich da so einigermaßen, ja, glimpflich rauszuretten. Ja, aber alles in allem, ich glaube, ich hatte es vor der Saison gesagt und auch jetzt bin ich immer noch an dem Punkt, wenn es irgendwas zwischen Platz 8 und 12 wird, dann sei es so in so einer eigentlichen Umbruchsaison. Und wenn man dann noch die Euroleague-Saison mit einrechnet, die ja schönt das schon auf jeden Fall auf. Also, dass du Halbfinale in der Euroleague erreichst, das ist ja schon Ja, die auch eine schöne Sache. ja, gut, ich meine, das ist vollkommen klar. Die Euroleague überdeckt gerade so wirklich komplett alles. Jetzt nicht nur gerade in der Woche oder in den vergangenen Wochen, sondern wenn man so auf die Saison guckt und dass man, je nachdem, wie es jetzt dann auch am Donnerstag, diese Woche und nächste Woche läuft, dann auch zweimal sehr nah an dieser Champions League-Thematik dran ist, wenn man überlegt, wo wir noch vor ein paar Jahren waren, dann ist das schon irgendwie eine krasse Entwicklung. Ja. Aber na gut, jetzt haben wir so oft hier über die Euroleague gesprochen und da ja Hoffenheim nicht wirklich großartig interessiert, dann lass uns doch auch mal da ein bisschen hingucken.
Donnerstagabend 21 Uhr darf die Eintracht ran gegen West Ham United in London mit 3000 Fans, vielleicht 3500, sowas um den Dreh. Markus, du bist Kenner von West Ham United. Was muss man denn über diesen Verein wissen? Über den Verein muss man meiner Meinung nach zum Beispiel wissen, dass der Eintracht gar nicht mal so unähnlich ist. Also ist auch ein alter Verein mit einer riesigen Tradition. Nicht das allervollste Trophäenschränkchen, aber trotzdem daran gemessen wirklich viele Fans. Lautstarke Fans, Fans, die auch sich von einer Zweitligasaison oder von einem dritten Jahr hintereinander Abstiegskampf, die ärgern sich zwar und schimpfen, aber sie kommen trotzdem wieder. Und so ist das im Prinzip bei der Eintracht auch. Dann hast du natürlich, geht das zu uns in letzter Zeit, hast du mit West Ham einen Verein, der nicht umsonst die Academy of Football heißt, der seit Jahrzehnten eine große Nachwuchsabteilung hat. Frank Lampard gilt ja immer so ein bisschen als Chelsea-Legende, kommt aber zum Beispiel aus dem West Ham-Stall. Genau wie sein Vater, der irgendwie, ich weiß die Zahl nicht genau, der so 600 Spiele. Frank Lampard Senior hat, glaube ich, 600 Spiele rum für West Ham gemacht. Der Junior hat dann halt auch ein bisschen da gespielt, ist dann weg. Michael Carrick, Joe Cole, Rio Ferdinand, die kommen alle aus dem West Ham-Stall. Also die haben schon den einen oder anderen, der eine ganz gute Karriere hingelegt hat. Sag ich mal. 551 Spiele hat Frank Lampard Senior gemacht, von 1967 bis 1985. Also schon eine Menge. Ja, also auch eine Legende. Hat, glaube ich, auch den Europacup mitgewonnen damals, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste sogar gegen die Eintracht gespielt haben. Da das 76 war, müsste das gewesen sein, ja. Ja. Okay. Ja, und das, wie gesagt, passt halt so einfach nicht nur von United, und Eintracht ist ja von der Wortbedeutung her schon relativ nah beieinander. Wie gesagt, viele Fans, die auch wirklich Bock auf die Europa League haben, das muss man schon sagen. Also bei Barca ist ja immer, ja, die Fans haben keine Lust da drauf, und das ist halt bei West Ham überhaupt nicht so. Also wenn ich mir anschaue, wie die sind ja durch die Gruppenphase auch relativ gut durchmarschiert, haben, glaube ich, ein Spiel verloren davon. Ich glaube, ja. Ich glaube, gegen Zagreb oder keine Ahnung, auf jeden Fall ein Spiel verloren, ansonsten da als Gruppenerster durch, haben dann auch wie Winnerrunde ausgesetzt und haben danach erst den FC Sevilla, der eigentlich Serienmeister in dem Wettbewerb ist, gefühlt, ausgeschaltet, und erst zuletzt Lyon. Und wenn ich da so reinhöre bei denen, dann sind die ungefähr jetzt nach diesem, die haben ja zu Hause 1-1 gegen Lyon gespielt, haben dann in Lyon 3-0 gewonnen, wo sie selber nicht wussten so richtig, ob das gerade Realität ist, was da passiert, die Fans. Und ich sag mal, die standen nach diesem Lyon-Auswärtssieg, der das Halbfinale bedeutet, standen die ungefähr da, wo wir, sag ich mal, 2019 nach dem Benfica-Rückspiel standen. Also die sind richtig Hype, die haben richtig Bock. Die haben sowieso die ganzen Spiele alle mit relativ großer Fanzahl mitgenommen. Jetzt kein 40.000er Camp Nou, ist auch klar. Aber die haben schon, sag ich mal, auch alles in Bewegung gesetzt, was fährt, fliegt oder schwimmt, um bei den ganzen Spielen dabei zu sein. Also das ist, ich kann total nachvollziehen, wie es denen gerade geht, weil die halt auch, wie die Eintracht, relativ viel Mist sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben angucken müssen und jetzt, sage ich mal, seit ein, zwei Jahren ja, mal so ein bisschen belohnt werden für das, was sie sich alles angetan haben davor. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Frank Lampard Senior hat sogar 2 der 3 Tore damals im Halbfinalrückspiel gegen die Eintracht mit vorbereitet. Ja, meine, wahrscheinlich Trevor Brooking, glaube ich, 2-mal, ne? Ja. Tor, und das andere, keine Ahnung, das letzte. Habe ich auch nur jetzt die Tage wieder nachgelesen, hätte ich das auch im Leben nicht aus dem Kopf gewusst. Ja, ich glaube auch, dass das so der größte Unterschied ist zwischen, wie du schon gesagt hast, zwischen Barcelona und jetzt West Ham, dass Barcelona nicht so wirklich weder die Fans noch die Mannschaft Bock hatten auf die Euroleague. Einfach auch vermutlich, weil man von sich selbst aus andere Ansprüche hat, dass man andere Trophäen, andere Gegner und so weiter wahrgenommen oder ja quasi kennt. Und man vielleicht auch die Eintracht an der Stelle nicht so richtig für voll genommen hat. Ich glaube, West Ham wird die Eintracht in keinster Weise unterschätzen und wird da auch auf dem Platz sehr aktiv gegen die dagegen gehen und wird uns, glaube ich, wenig Raum lassen, sondern da eher auch so eine, ich glaube, so eine aggressive, kampfbetonte Linie spielen, oder? Welchen Spielstil pflegt West Ham? Ja, also du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt. Barcelona hat ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass die keinen Bock auf die Europa League hatten. Also wenn du als FC Barcelona in so einen Wettbewerb gehst,
Ist völlig egal, ob da die Eintracht kommt, der FC Sevilla oder, keine Ahnung, Glasgow Rangers, die noch drin sind. Du musst eigentlich als Barca den Anspruch haben, den Pott heimzunehmen, meiner Meinung nach. Ja, und bei denen war es halt, wir haben es ja gesehen, das Spiel alle, die spielen ja nach vorne, wollen den Ball haben, wollen Druck machen, stehen relativ hoch und dann haben sie natürlich uns relativ in die Karten gespielt, weil hinter den Ketten jede Menge Platz war. Kostic links, Knauf rechts und dann hast du natürlich Räume ohne Ende und die haben wir natürlich dann an dem Tag auch perfekt bespielt. Aber das sind Räume, die wir gegen West Ham wahrscheinlich nicht bekommen werden, weil das eine Mannschaft ist, die auch vom Spielstil her gar nicht mal so unterschiedlich ist von uns. Also die pressen aggressiv gegen den Ball, lassen dich relativ wenig machen, die stehen aber relativ massiv hinten drin. Wir haben ja immer, wir gehen zwar vorne früh drauf, haben aber hinten immer mal den einen oder anderen Patzer für ein Gegentor gut und bei denen ist es zumindest in der Euroleague bisher fast immer aufgegangen. Die haben, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal zu null gespielt im laufenden Wettbewerb. Also das ist jetzt keine Mannschaft, die jetzt wie Barca relativ hoch bei uns draufgehen wird oder jetzt mit allen Mann nach vorne rennen wird, dass wir dahinter großartig Platz kriegen. Die spielen eher wie bei uns so wie die klassischen Mannschaften, gegen die wir eigentlich uns schwer tun. Die Mannschaften, die hinten drin stehen, die sich auch mal ein bisschen reinfallen lassen, die uns mal anlaufen lassen, uns den Ball geben und sagen, ja, lasst euch mal was einfallen. Und so ungefähr werden die teilweise auch spielen, nur dass halt die Qualität höher ist als bei, keine Ahnung, dem FC Augsburg oder so. Wie gesagt, aggressiv gegen den Ball. Körperlich ist das auch was anderes natürlich. So ein Gavi oder Petri, den rohrt halt ein Jakic zweimal weg im Mittelfeld und dann wissen die schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Wenn du das jetzt, wenn wir jetzt die Sechser-Duell, das Duell nehmen, was wahrscheinlich kommen wird, da hast du dann Declan Rice, der mit England Vize-Europameister geworden ist und Thomas Suchek, eine absolute Kampfmaschine aus Tschechien, die ziehen nicht zurück im Zweikampf, sagen wir es mal so. Die Naja, können einerseits spielen und beziehungsweise ich körperlich auch könnte was mir, anderes dagegen setzen ich als die. wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die dann halt auch einfach zurückhauen, da wo du dann hier so ein Petri oder irgendwas dann da bei Barcelona, der nach zweimal sagt, so alles da, ich ziehe den Fuß lieber zurück, kannst du davon ausgehen, dass dann ein Declan Rice dann eher sagt, so okay, du hast mir eine verpasst, jetzt bin ich aber dran. Also da hast du dann auch blaue Flecken am Ja. Oberschenkel. Ja, wobei die nicht jetzt nicht unfair spielen oder Nee, unfair nicht, aber halt eine Truppe, einfach die jetzt irgendwie die Klasse hat. schon Naja, die sind, aggressiv also in so einen die, wenn, Zweikampf gehen werden. Also das erwarte ich schon. richtig genau, also ja, wenn jetzt Hindi mit vorgeht und irgendwie in einen, keine Ahnung, in Craig Dawson hinten beim Kopfball reinspringt und die prallen ab und fallen beide rückwärts um und liegen auf dem Rasen, da stehen die beide auf, schütteln sich kurz und das war's. Also die verlieren da jetzt keine Gedanken dran, oh, das war jetzt aber ein harter Zweikampf oder irgendwas. Das Ja. wird die Business as usual und dann geht's halt weiter, ne? Und das, also auf die Karte kannst du als Eintracht zumindest schon mal nicht setzen. Da gibt es vielleicht ein paar andere Möglichkeiten, wo du hoffen kannst, dass du die eine oder andere Chance dir doch herausspielen kannst. Ja, aber sind die nicht auch gerade so ein bisschen verletzungsgeprägt? Ich meinte da was gelesen zu haben, dass die gerade in der Innenverteidigung auch so ein bisschen Ausfallsorge haben. Ist dann die zweite Garde deutlich schlechter oder ist das dann, macht das keinen Unterschied bei denen? Die Frage ist erstmal, was bei denen dann am Ende die zweite Garde ist, weil das Problem ist, die haben theoretisch 4 gelernte Innenverteidiger, also jetzt mal U23-Spieler so ein bisschen ausgeklammert, die haben 4 gestandene Innenverteidiger im Kader. Angelo Ogbonna fällt mit dem Kreuzbandriss schon seit November aus, der macht auch diese Saison kein Spiel mehr. Und jetzt haben sie in 2 Wochen, ich glaube, vor 2 und vor 3 Wochen haben sie jetzt nacheinander noch Kurt Zouma, der Rekordeinkauf, ich glaube, 35 Millionen vor der Saison gekostet, hat sich verletzt. Eine Woche später hat sich noch Issa Diop verletzt. So, und jetzt hast du noch Craig Dawson hinten drin als Innenverteidiger und das war's. Und dazu muss man halt wissen, dass David Moyes eigentlich, wenn nicht alle Dämme brechen, eigentlich immer 4-2-3-1 spielt. Was jetzt natürlich schwierig wird, weil er nur noch einen Innenverteidiger im Kader hat, der spielberechtigt ist und laufen kann und ohne Krücken quasi. Okay. Und da muss man jetzt mal schauen, wie die das auffangen. Die haben jetzt gegen Chelsea 0-1 verloren, haben da ja, nicht nur im Bus geparkt, aber schon ziemlich und haben das halt mal auf eine Art und Weise probiert. Hatten eine Dreierkette hinten, haben allerdings den einen körperlich noch in Schuss befindlichen Innenverteidiger gehabt und haben da neben im Prinzip 2 gelernte Außenverteidiger links und rechts hingestellt, die aber eigentlich weiter auf dem Flügel normalerweise zu finden sind. Das hat ganz gut funktioniert gegen Chelsea einigermaßen, aber am Ende haben sie halt doch verloren. Die hatten dann dadurch, dass die vor dieser Dreierkette noch 5er-Mittelfeld hatten sie da noch 2 Außenverteidiger, also gelernte Außenverteidiger auch auf der richtigen Position, dass die im Prinzip im Endeffekt mit einem Innenverteidiger gespielt haben und davor mit, kannst du sagen, mit 4 Außenverteidigern. Also das kann gut gehen.
Das kann aber natürlich auch irgendwann früher oder später in die Hose gehen, so ein Experiment. Und jetzt ist halt die Frage, was Moyes gegen die Eintracht macht. Hat er gegen Chelsea das gemacht, weil er wirklich schonen wollte und sich nicht in die Karten schauen wollte? Oder war das eine ernst gemeinte Option fürs Spiel gegen die Eintracht? Naja, so Muss man ganz halt mal komplett abwarten. in der gleichen Variante wird er das ja nicht spielen können, weil wenn ich es richtig gelesen Kann ich mir habe, auch nicht ist vorstellen. ja Cresswell rot gesperrt. Also der darf ja nicht auflaufen. Damit fällt er ja schon wieder Doch, einer doch, 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 dahinten doch, doch. auf. Doch, 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 doch. Cresswell, ich habe das nämlich auch gedacht, weil das bei Transfermarkt auch steht. Das stimmt aber nicht. Der wurde fast von unserem Lieblingsschiedsrichter Felix Zweier, glaube ich, im Viertelfinal-Hinspiel vom Platz gestellt mit Rot, hat aber statt zwei Spielen nur eins bekommen. Also der darf jetzt spielen. Ah, Der ist dabei. okay. Also der darf dann schon spielen, okay. Der darf spielen. Der ist aber eigentlich auch, wie gesagt, der hat das, glaube ich, in der Liga auch vor ein paar Monaten schon mal gemacht. Ich glaube, beim Derby gegen Tottenham, da haben sie aber auch verloren. Das ist wirklich nur so eine Notoption. Würde ich, weiß ich nicht, gut, wenn er keine anderen Spieler hat, würde das vielleicht so machen müssen, aber normalerweise ist das kein Spieler, den du in eine Dreierkette stellst. Das ist normalerweise ein klassischer Außenverteidiger. Ja. Der kann zwar links und rechts spielen, wie gesagt, der macht den Job auch, wenn er da aufgestellt wird und probiert es, aber es ist halt immer noch was anderes, als wenn du mit gelernten Innenverteidigern spielst. Das ist im Prinzip das, was West Ham jetzt am Wochenende gegen Chelsea gespielt hat, wäre im Prinzip so, als wenn wir eine Dreierkette hinten hinstellen würden und wir hätten Hinteregger in der Mitte, hätten, keine Ahnung, Lenz auf links oder linker Innenverteidiger und hätten rechts, keine Ahnung, Chandler oder so aufgestellt oder Touré. Das kann mal funktionieren, aber das Ja, muss halt nicht. Da weiß klingt der aber letzte Schlüssel. spontan so ein bisschen eher nach Albtraum, oder Patricia? Ja, klingt jetzt nicht so, als würde ich mich, wenn ich West Ham-Fan bin, da irgendwie sehr beruhigt zurücklehnen, wenn ich Nein, die ich habe jetzt die Aufstellung sehe. Variante mit Lenz, linker Innenverteidiger, Hinti in der Mitte und rechts Ja, genau, ich Chandler. habe es jetzt mal so eins zu eins Ach übertragen. so, Also ja. wenn das jetzt die gleichen Sphären wären, Ja. dann würde ich mich nicht wohlfühlen, aber auch bei der Eintracht würde ich mich Definitiv mit der nicht. Aufstellung nicht wohlfühlen. Nee, Nee. definitiv nicht. Aber Okay. der hat auch viel rotiert, oder, gegen Chelsea? Also wurden Leistungsträger nicht draußen gelassen jetzt und dann Ja, quasi schon ja. so geschont für die Eintracht. Also es zeigt ja auch, dass die Euroleague doch sehr, sehr ernst genommen wird in London. Ich glaube, auch in der Liga geht nicht mehr viel für die, sind Sechster, Siebter. Ja, aber die sind momentan, glaube ich, auf dem Conference League Platz. Also die könnten theoretisch oben noch ran, weil Man United ja auch nicht so durchzieht, wie das in früheren Jahren der Fall war. Also die könnten über die Liga haben die durchaus noch eine Chance, da was zu holen. Okay. Die sind Siebter, oder? Der Siebter, Wenn zwei ich das Punkte jetzt, hinter genau. Menu. Ja. Also das geht rein theoretisch noch. Aber die haben wirklich jetzt also mehrere Spieler rotiert, aber das sind also drei absolute Stammkräfte sind schon dabei. Wo dann halt die Frage ist, musste er die raustun, weil die wirklich auch auf manchen Positionen wirklich am Zahnfleisch gehen oder halt hat er wirklich für die Eintracht geschont? Wahrscheinlich ist es irgend so ein Mittelding, was auf jeden Fall drei Spieler sind, die er eigentlich normalerweise nicht rauslässt, weil David Moyes jetzt auch über die Saison gesehen, der hat das gemacht, was Olli Glasner jetzt die letzten Wochen und Monate bei uns auch gemacht hat. Er hatte eigentlich seine erste Elf und bringt auch immer dieselben Leute von der Bank. Das heißt, er wechselt eigentlich nur, wenn er wirklich muss. Und jetzt wahrscheinlich durch die Verletzten und weil jetzt halt noch das Euroleague-Spiel ist, hat er mit Declan Rice zentrales Mittelfeld, mit Jarrod Bowen, das ist der beste Torschütze bei denen, den hat er rausgelassen und Michael Antonio ist der einzige Mittelstürmer im Kader. Die hat er alle drei draußen gelassen. Wahrscheinlich, weil er die so fit wie es geht für die Eintracht braucht. Bei Declan Rice ist es noch so, das ist ja eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, aber das wäre zum Beispiel noch eine Option, den nach hinten zu ziehen. Der hat auch schon Innenverteidiger gespielt. Das heißt, dann hätte er seine Viererkette theoretisch wieder, wobei ich natürlich eher davon ausgehen würde, dass er das nicht macht, weil Declan Rice einfach im Mittelfeld zu stark und zu wichtig ist. Wenn er den noch weiter nach hinten zieht, fehlt ihm im Mittelfeld quasi zwischen Abwehr und Angriff so ein bisschen das Bindeglied. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er das macht. Es gibt noch einen U23-Innenverteidiger. Ich hoffe, ich spreche den Namen halbwegs richtig aus. Achi Alaïs heißt der, glaube ich. Der hat gegen Zagreb mal durchgespielt in der Euroleague in der Gruppenphase. Hat noch in der Premier League noch keine einzige Minute gespielt, ist aber im Europa League Kader gemeldet und hat dann halt, wie gesagt, ein Spiel mal gemacht. Das war aber zu der Zeit, wo er noch aus dem Vollen hätte schöpfen können, wo noch alle vier Innenverteidiger fit waren. Weiß nicht, ob das irgendwie war, um dem Jungen ein bisschen Spielpraxis zu geben, keine Ahnung. Der könnte rein theoretisch gegen die Eintracht auch spielen. Ist halt die Frage, ob du das machst mit einem, der ein Euroleague spielt und 0 Minuten Premier League hat in einem Halbfinale. Ja, ist halt die Variante, also ist halt so ein bisschen die Frage, was hast du halt an Alternativen und wie ist dann auch die Herangehensweise? Also glaubst du, also andersrum gefragt, für wie torgefährlich hältst du die Eintracht an der Stelle? Also, ne, kannst du es dir erlauben oder nicht?
wo die dann auch gesehen haben, dass die Eintracht gegen tiefstehende Gegner, die den der Eintracht den Ball lassen, vielleicht nicht so viel einfällt. Deshalb ist es schon auch möglich, dass er diese Chelsea-Variante aufbietet mit einem Innenverteidiger und in Anführungszeichen vier Außenverteidigern davor. So nach dem Motto, lasst euch mal was einfallen. Aber ja, klar, dann so nach dem Motto, dann habt ihr halt den Ball auf den Außen, dann macht mal eure Flanken, den 1,69 Meter Boré, den stellen wir halt einfach hier mit drei Kanten zu und dann war es das Thema halt auch, ne? Stellst du Dorsen daneben, der ist, keine Ahnung, 1,90, der ist sowieso kopfballstark. Auf den muss die einfach generell höllisch aufpassen bei Standards, der köpft hinten alles raus. Und wenn es offensive Standards gibt, der von dir genannte Cresswell ist eigentlich ein Spezialist für, der kann sowohl direkt schießen als auch auflegen. Und wenn du dann in der Mitte Thomas Suchek, den zentralen Mittelfeldspieler, und den letzten verbliebenen Innenverteidiger Dorsen hast, da brennt schlichterloh bei uns im Strafraum. Da können wir uns schon mal warm anziehen. Deshalb finde ich es auch extrem scheiße, dass Evan Dicker fehlt, weil dem seine Kopfballstärke hätten wir echt gut gebrauchen können, weil Hinti kann die ja nicht beide nehmen. Dann. Also da, ja. Das wird spannend, wenn die mal eine Ecke oder irgendwas kriegen. Also da muss man aufpassen. Ja gut, ist davon auszugehen, dass es die ein oder andere Ecke tatsächlich an dem Tag dann wohl geben wird auf beiden Seiten. Ja, aber das klingt ja jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt, als würden sich die beiden Mannschaften erstens nicht unbedingt viel nehmen und sich zweitens sogar fast schon so ein bisschen gegenseitig neutralisieren von den Spielstilen her. Ja. Hast du vielleicht eine Idee beziehungsweise einen Ansatz? Hat die Eintracht vielleicht irgendwas, wo sie Oberwasser gewinnen kann? Oder ist es umgekehrt irgendwas, was du bei West Ham siehst, was keine Ahnung, ein Vorteil gegenüber der Eintracht ist? Also gibt es da irgendwas oder ist das wirklich so ein extrem offenes Spiel? Weil für mich ist es jetzt gerade so, ohne diese extrem starken Einblicke in West Ham gehabt zu haben vorher. Für mich klingt es jetzt gerade so wirklich nach so einem, ja, mal schauen, wie es ausgeht. Also es kann in beide Richtungen kippen und die nehmen sich jetzt gar nicht viel. Also sehr ausgeglichenes Spiel würde ich jetzt erwarten aus dem Gespräch, was wir jetzt bisher geführt haben. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Im Prinzip ist es, ich weiß nicht, wo das war, irgendjemand habe ich gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Spiel 0-0 ausgeht von denen und irgendein Spiel 1-0. Und dann ist halt die Frage, wer dieses entscheidende Tor dann halt geschossen hat, welche von den beiden Mannschaften. Aber das ist schon so, dass da West Ham ist auch keine Mannschaft, die jetzt sich in so einer Situation meint, wie jetzt andere, wir spielen jetzt daheim, wir müssen jetzt aber mal nach vorne was machen, wir müssen jetzt unbedingt mal anrennen und wenn es nach 70 Minuten 0-0 steht, dann wechseln wir noch irgendwie noch zwei offensive Mittelfeldspieler ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unter David Moyes passiert. Also selbst wenn die 0-0 spielen, gehe ich davon aus, dass sie das eher mitnehmen und dann hoffen, dass sie es im Rückspiel richten können. Und für die Eintracht, wie gesagt, eine Chance ist natürlich diese Baustelle Verteidigung bei West Ham, obwohl die natürlich viele haben, die natürlich das System von Moyes kennen und sich dann entsprechend wir kennen das ja aus der Bundesliga, auch eine kleine Mannschaft hinten reinstellen kann sich eigentlich jeder in Anführungszeichen, wobei, wie gesagt, West Ham jetzt keine Mannschaft ist, die jetzt nur hinten steht und nur zerstört, aber die haben halt ihr System gefunden, stehen hinten relativ gut und warten dann halt, was die Eintracht anbietet. Und da muss die Eintracht halt schauen, vielleicht, je nachdem, wie sie es aufstellen könnte, über die Flügel mal was gehen, wobei da natürlich das Problem hast mit Flanken brauchst du, hat René gerade schon gesagt, mit Flanken brauchst du auf Boré eigentlich nicht viel machen. Ja, muss man abwarten. Also ich gehe mal davon aus, dass ein Daichi Kamada zum Beispiel vielleicht relativ wichtig werden könnte, weil der auch mal Räume sieht, die vielleicht ein anderer jetzt vielleicht nicht sieht. Mhm. Und du hast halt auf der einen Außenbahn hast du halt ein richtiges Knackerduell. Du hast bei uns links Philipp Kostic, bei West Ham hast du rechts Jared Bowen. Der hat auch, ich glaube, 15 Tore, 11 Assists diese Saison. Also das sind die zwei Topscorer von den beiden Mannschaften und die spielen sehr wahrscheinlich unmittelbar gegeneinander. Mhm. Und da wird es dann spannend, wie das in dem Fall dann, sag ich mal, wie das Pendel da ausschlägt, weil ich kann mir vorstellen, dass das schon hitzig wird. Bowen ist ein bisschen kleiner als Kostic, ein bisschen wuseliger, aber ist auch ein Flügelspieler, der auch mehr in die Mitte zieht als Kostic zum Beispiel. Also der taucht auch mal im Zentrum auf, den haben sie auch schon als Mittelstürmer spielen lassen, was bei West Ham aber auch daran liegt, wir beschweren uns ja bei der Eintracht immer, dass wir keine Stürmer haben. Gut, wir haben Lammers, Paciencia, okay, wir haben dann noch Boré, der eigentlich eher um einen richtigen, in Anführungszeichen, Mittelstürmer kreist. Bei West Ham sieht es nochmal anders aus. West Ham hat einen einzigen Mittelstürmer im Kader. Das ist Mikael Antonio und der ist eigentlich gelernter Außenstürmer und ist vor 2 Jahren umgeschult worden zum Mittelstürmer. Also es geht immer noch schlechter als bei uns. Und der muss im Prinzip mehr oder weniger durchspielen. Ich gehe auch davon aus, dass er deshalb gegen Chelsea gespielt hat. Ich habe jetzt gestern noch mal reingeguckt, der hat sein letztes Ligator am Neujahrstag 2022 geschossen und in der Euroleague im ersten Gruppenspiel. Okay.
Also der arbeitet wie ein Gaul vorne, aber dadurch, dass der, also den merkt man auch schon seit ein paar Wochen an, dass der halt, der macht seinen Job, der geht auch noch drauf und so weiter und so fort, der arbeitet für die Mannschaft, aber es halt, mit Frische ist da halt gar nichts. Ne? Also muss man mal gucken. Also Also von eigentlich mir so aus kann diese Torflaute der zwei klassische Spiele noch Stürmer beim Gegner, der seit Monaten nicht getroffen hat und gegen die Eintracht halt halten. blöderweise trifft, ne? Kann passieren. Wie gesagt, aber das war, da war glaube ich sogar der Haller noch bei denen. Da haben die, das hat ja nicht so richtig mit dem System funktioniert, keine Ja. Ahnung. Und dann haben sie den mehr oder weniger aus der Not geboren. Der hat zwar vorher schon Mittelstürmer gespielt, der hat dann immer, da dann der Haller auf der Bank gesessen und hat immer Antonio gespielt. Und da haben sie halt immer alle gefragt, das ist eigentlich ein Links- bzw. Rechtsaußen. Warum spielt der im Zentrum? Das hat dann aber besser funktioniert und so sind sie auch in die Europa League gekommen und so ist es jetzt halt geblieben. Komisch ist, dass sie keinen im Sommer dazugeholt haben. Aber gut. Müssen Sie selber wissen. Dafür haben sie relativ gute, relativ torgefährliche offensive Mittelfeldspieler. Fornals, Lanzini, da hast du noch Jarmolenko, der kommt aber meistens von der Bank, der war mal beim BVB, glaube ich, ein Jahr oder Ja, so. Kennt man auch Nationalspieler. Ja. Also bei denen müssen es im Prinzip die aus der zweiten Reihe, also aus der Zehner-Achter-Reihe, die müssen es im Prinzip müssen oft die Kohlen aus dem Feuer holen. Ansonsten hast du den bereits erwähnten Jarrod Bowen, der rechts außen ist und wahrscheinlich 1:1 gegen Kostic spielt am Donnerstag, was extrem spannend wird. Wie sieht das so aus mit Geschwindigkeit? Wie schnell ist die West Ham-Mannschaft mit ihren Spielern? Also die sind nicht so langsam, sagen wir es mal so. Okay, also Du auch. hast Fornals ist relativ flink, Lanzini ist, glaube ich, unter 1,70, den kriegst du auch schwer zu fassen. Jarrod Bowen ist relativ schnell, Antonio ist halt so ein Büffel im Prinzip, kannst du sagen. Ja, nicht ganz Adama Traoré, aber es geht schon so in die Richtung. Okay. Also Geschwindigkeit haben die schon. Okay. Man muss halt mal sehen, wie das, wenn wirklich Declan Rice, der mit Abstand, das sieht man auch bei Transfermarkt am Markt der 75 Millionen, das ist mit Abstand der beste Spieler bei denen. Wenn er den wirklich in die Innenverteidigung spielt, dann wird es auf der 6 natürlich interessant, weil dann muss eventuell Suchek das Spiel machen. Und der ist jetzt nicht so ein Passmetronom, wie jetzt zum Beispiel ein Declan Rice ist, der eine viel höhere Spielintelligenz hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Moyes das macht, weil das, wie gesagt, sein Taktgeber im Mittelfeld ist, den, weiß ich nicht, vielleicht mal für 20 Minuten zieht er den vielleicht mal hinten rein, aber nicht für 90 Minuten. Das glaube ich einfach nicht. Auch wenn er mit Mark Noble noch einen extrem erfahrenen Spieler da für die Position hätte, der das spielen kann. Aber mal sehen. Patricia, die Frage kann ich dir leider nicht so richtig beantworten, weil ich sag's dir, wie es ist. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich so extrem offen, was man da machen kann. Ich gehe davon aus, dass vielleicht ein Fehler, der bestraft wird, vielleicht nicht nur das Spiel, sondern sogar das Weiterkommen entscheidet. Ich habe jetzt eine Statistik irgendwie die Tage gelesen. Beide Mannschaften haben noch kein Spiel verloren, wenn sie in Führung gegangen sind. Also du kannst davon ausgehen, wer es 1-0 macht, gewinnt dann wahrscheinlich auch das Spiel. Ja, so klang das ehrlich gesagt auch von den ersten Eindrücken. Aber du hast es ja jetzt eigentlich relativ bestätigt. Und was ich schwierig finde, ist einfach, dass man nicht so recht weiß, was kommt da jetzt auf einen zu. Also wie wird letztendlich auch aufgestellt werden? Also vor allen Dingen mit den ganzen Verletzungen. Das ist einerseits klar gut für die Eintracht, dass jetzt nicht die Stamminnenverteidigung spielen kann. Andererseits, wie du gesagt hast, man weiß halt nicht, wie reagiert er darauf, geht er wieder zurück zur Viererkette, spielt er die Dreierkette wie am Wochenende. Das ist jetzt halt so ein bisschen schwierig einzuschätzen, auch taktisch, was da geplant ist. Aber ja, also so wie ich das jetzt rausgehört habe, müsste da auch sehr, sehr viel Aufwand im Mittelfeld betrieben werden, um da eben ja, dass das Spiel auch tatsächlich im Mittelfeld gewonnen werden kann. Also wenn du es irgendwie schaffst, Rice da einigermaßen in den Griff zu bekommen, dann hast du ja schon viel gewonnen, wenn da der Spielaufbau nicht mehr so gut vonstatten geht. Von daher mal schauen, ob man da irgendwie was machen kann. Ich meine, die Eintracht hat ja auch ein Mittelfeld mit So, mit, ich weiß dann nicht, wen man dann daneben stellen wird. Rode wahrscheinlich. Jakic Vermutlich kann ja Rode. nicht spielen. Ja. Ist sie jetzt auch nicht so von schlechten Eltern und so ist ja auch so ein Ding, dass man, wo man als Gegner wahrscheinlich auch so ein bisschen zitternd drauf schaut, wenn man es denn weiß, der kann ja auch mal den ein oder anderen schönen Pass spielen. Von daher glaube ich, das wird einerseits so ein zähes Spiel, aber andererseits auch relativ spannend, diese Begegnung, wie du schon gesagt hast, auch Bowen gegen Kostic oder wie das dann im Mittelfeld sich am Ende ja, gestalten wird. Ich glaube, ja, so ein Zwischending. Es wird zäh und vor allen Dingen,
nervlich schwierig, weil man ja auch, ne, wenn so ein Spiel vor sich hin plätschert und die ganze Zeit offen ist und irgendwie steht es die ganze Zeit 0-0 und du denkst dir nur, wer macht das 1-0, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber andererseits halt also, spannend. Ja. Ich glaube, für den neutralen Zuschauer, der einfach Bock hat auf ein spannendes Fußballspiel, ist das so die perfekte Konstellation. Für uns, die wir da ja auch emotional irgendwie involviert sind, werden das sehr anstrengende 90 Minuten. Und zumal du auch nicht sagen kannst, ach naja, der eine ist standardstark, vielleicht geht es da drüber. Kann natürlich passieren, dass man am Standard ein Tor fällt, aber standardstark sind eigentlich beide Mannschaften auch wieder. Also es ist auch keiner, der jetzt absolut die Oberhand bei Ecken, Freistößen oder irgendwas hat. Also das ist... Nee, ich habe ja auch gerade mal so verschiedene Vergleichsstatistiken aufgemacht und irgendwie... ist es auf beiden Seiten irgendwie es ist sehr deutlich. Also es gibt kaum einen Bereich, wo irgendeine Mannschaft mehr dominiert als die andere. Es gibt eine Statistik, da habe ich gerade eben so ein bisschen aufgehorcht, als du das gesagt hast, so nach dem Motto, wer das erste Tor gewinnt, wird wahrscheinlich gewinnen. Da liegt West Ham im Vergleich zur Eintracht so ein bisschen vorne in der Statistik, die haben von 10 Spielen in 5 als erstes das Tor geschossen und die Eintracht nur in 3 von 10. Also da liegen sie statistisch so ein bisschen vor uns, aber ansonsten ist es halt echt fast komplett identisch, wenn du dir die Vergleichsstatistiken anguckst, das ist echt krass. Und dafür die Eintracht in jedem Spiel getroffen bisher. Das hat West Ham nicht in der Statistik. Wir haben, glaube ich, 2-mal kein Tor geschossen. Ja, ist richtig. Dafür haben wir, glaube ich, auch sehr wenige Spiele ohne Gegentor erlebt. Ich glaube, ein einziges oder so. Ja. Aber von daher wird das schon sehr spannend. Wie sieht's denn... Ein heißer Ritt auch. Ja. Ja. Ich wollte gerade fragen, wie sieht's denn fantechnisch aus? Also West Ham sagt ja maximal 3000 Karten und jetzt gab es ja auch heute verschiedene Informationen, dass da ja auch Karten irgendwie storniert sind und sie gehen ja auch sehr rigoros vor und haben auch schon direkt gesagt, so nach dem Motto, ey, außerhalb des Fanblocks wird es nichts irgendwie geben und sie haben ja auch schon, wenn ich es richtig gelesen habe, angedroht, dass wenn Dauerkarteninhaber ihre Karte weiterverkaufen, dass sie ein lebenslanges Stadionverbot bekommen. Also die tun da ja im Vergleich zu Barcelona, die jetzt einfach im Nachhinein sich 5 Minuten im Neymar-Style, also Mimimi, um den Mittelkreis gerollt haben, tun die ja im Vorfeld schon sehr viel dafür, dass es dann auch bei diesen 3000 Karten dann bleiben wird. Welche Chance haben denn Fans da noch irgendwie ins Stadion zu kommen, wenn sie vor Ort sind? Ja, also Chancen sehe ich da eigentlich keine allzu großen, dass du da reinkommst und jetzt noch keine Karte für einen neutralen Block hast. Ja. Man muss aber dazu sagen, im Gegensatz zu Barcelona ist es in England aber auch eigentlich Usus, dass da quasi im Heimbereich keine Gästefans sitzen. Wenn man jetzt zum Beispiel bei uns an ein Spiel denkt, wenn die Eintracht gegen Dortmund, gegen Bayern oder so spielt, aber selbst gegen Köln oder Stuttgart, da hast du ja teilweise auf der Haupttribüne sitzen hunderte Fans in ihrem eigenen Trikot von der Auswärtsmannschaft. Wenn wir woanders ausspielen, genau das Gleiche. Das gibt es in England eigentlich fast überhaupt nicht. Da sitzt schon mal auch ein Fan also ein Auswärtsfan zum Beispiel, im Heimbereich mit dabei. Der hat dann aber meistens nicht mal einen Schal an oder irgendwas. Also das ist, viele haben jetzt das so reininterpretiert, dass West Ham jetzt wegen uns einen totalen Alarm machen würde. Die haben natürlich mitbekommen, dass wir da irgendwie mit 40.000 im Camp Nou waren, aber auch unabhängig davon hätten wir nicht mehr als diese 3.000 Karten gekriegt, weil das in England einfach unüblich ist, dass du quasi Fans im Auswärtsblock hast und die sich dann noch die Blöcke drumherum mehr oder weniger kapern da, das ist in England einfach nicht so. Ist dann bei uns auch so und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die auch viele Fans haben und dass die jetzt quasi an diesem Benfica-Moment oder vor diesem Chelsea-Spiel von uns damals so an der Schwelle momentan sind. Die Euroleague-Spiele, bei denen waren alle ausverkauft. Da hat es mich dann schon gewundert, dass manche Eintracht-Fans irgendwie nach dem Post, wo da drin stand, dass wir 3000 Karten kriegen, sich aufgeregt haben nach dem Motto, ah, die haben Angst vor uns. In Barcelona waren wir mit 30.000. Ja, das stimmt. Aber in Barcelona ist man halt auf Touristen ausgelegt und mit West Ham hast du einen Verein, der eigentlich in den letzten 30 Jahren mehr Abstiegskampf gemacht hat, als in der oberen Tabellenhälfte irgendwo rumzuspielen. Selbst wenn die Eintracht sagen würde, wir nehmen 30.000 Karten, können sie dir die gar nicht geben, weil die von den eigenen Fans die Karten schon so aus der Hand gerissen bekommen, dass du gar keine Möglichkeit hast, irgendein Kontingent aufzustocken. Das ist absolut ausgeschlossen bei denen.
Das Einzige, was jetzt halt noch sein kann, ist, dass manche wirklich über Connections oder keine Ahnung, wie die ganzen dubiosen Plattformen heißen, eventuell hier und da mal ein einzelnes Ticket von irgendeinem Reseller vielleicht auch kassiert haben. Das denke ich mir schon, dass das ein paar, also die vielleicht 200, 300 vielleicht irgendwie hinbekommen haben. Aber die werden dann spätestens am Stadiontor merken, wenn die dann jetzt, wir haben mal wieder den Aufruf mit den weißen Shirts, wenn die jetzt denken, sie gehen da auf die Haupttribüne und haben das weiße Eintracht-Shirt an und dann marschieren die einfach da rein, weil ich habe eine Karte, das können sie definitiv ab sich abschminken. Also entweder du kommst da in, wenn du eine Karte für einen neutralen Block hast, Dann auch wirklich neutral gekleidet, also undercover, ja, undercover. Da ist auch nichts mit von wegen, die Eintracht schießt in der 88. das 1-0. Geil, freust dich. Bist aber eine Minute später wahrscheinlich aus dem Stadion draußen, weil das ist da, wird da relativ rigoros durchgegangen. Wobei in dem Szenario ist ja dann das Spiel sowieso fast rum. Aber weißt, was ich meine. Du machst da jetzt nicht wie im Camp Nou, keine Ahnung, Party mit mehreren hundert, die da in einem Pulk zusammenstehen. Das passiert in England nicht. Das hat aber nicht nur was mit der Eintracht, wie gesagt, zu tun, das ist auch bei Das Ligaspielen so. generell so, okay. Ja, das kennt man doch Genau. schon, das kennen wir auch von dem Chelsea-Spiel damals. Da war das ja auch so, dass das nicht ganz so einfach war und dass da schon auch streng kontrolliert wurde. Und einige wurden doch, glaube ich, auch aus dem Stadion dann, beziehungsweise von ihren Plätzen rausgezogen, als sie sich als Eintracht-Fans zu erkennen gegeben haben. Also, das ist, glaube ich, ja so oder so, wie du schon gesagt hast, gang und gäbe. Und klar, dieses Barcelona-Ding, glaube ich, war eh so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Das wird man so einfach gegen wenige Clubs wiederholen können. Also vor allem halt nicht gegen ja, Clubs, die selbst eine Fanstruktur haben, die eben so aufgebaut ist, dass man da eben auch durch dick und dünn geht und dass man da bei jedem Spiel kommt und vor allen Dingen bei so einem besonderen Spiel. Also für West Ham ist das ja jetzt auch das erste Halbfinale seit den 70ern, oder nicht? Also das erste Ja, genau. Euroleague-Halbfinale. Von daher ist das ja genauso ein besonderes Spiel wie bei der Eintracht auch. Also das ist ja irgendwie auch vollkommen verständlich, dass da den Auswärtsfans da nichts geschenkt wird. Also ist ja bei uns umgekehrt jetzt auch nicht so. Also ich glaube nicht, dass West Ham es bei der Eintracht leichter hat. Also da gibt es ja auch nur das Gästekontingent und ich glaube, der Rest wird vergriffen sein von Eintracht-Fans. Also machen wir uns nichts vor. Ich glaube nicht, dass da jetzt viele West Ham-Fans in die neutralen Blöcke gelangen Also ich bin können. mir ziemlich sicher, dass auch da wenig Karten für neutrale Bereiche in den freien Verkauf gehen werden, die dann nicht von irgendwelchen Eintracht-Fans irgendwie übernommen werden. Man konnte sich ja am Freitag, 10 Uhr, begann ja für das Heimspiel die Bewerbungsphase für Mitglieder und für Dauerkarteninhaber. Die konnten ja Karten kaufen. Hat es irgendwie 4 Tage für die Bewerbungsfrist irgendwie Zeit, aber trotzdem haben es irgendwie alle, inklusive mir, versucht, irgendwie um 10 Uhr in eine Minute direkt zu klicken und irgendwie Karten zu besorgen. Demnach war dann natürlich auch unser Ticketsystem wieder down. Also ich glaube schon, dass es da auch mehr als genügend Anfragen geben würde. Markus, du hattest vorhin auch irgendwas gesagt, dass es da auch schon irgendwie auch so ein bisschen Frust von West Ham-Anhängern gibt, was jetzt Karten für das Rückspiel in der nächsten Woche angeht. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, genau. Da haben mir teilweise Leute eine DM geschrieben, haben gefragt, ob es bei uns irgendwie einen freien Vorverkauf gibt und was man da machen kann. Ja. Da konnte ich dann nur zurückschreiben, da wirst du gar nichts machen können, hab denen dann halt vorgerechnet, Dauerkarten, offizielle Auswärtskarten, Anzahl Mitglieder und dann muss man in Mathe kein Genie gewesen sein, um zu sehen, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass hinten noch irgendwas dann auch noch in freien Verkauf irgendwo runterfällt, das ist ja, kennen wir ja von den anderen Euroleague-Spielen, ne? Dass du da keinen Erfolg haben wirst. Und jetzt habe ich heute von einem aus London gehört, der auch überlegt hatte, nach Frankfurt zu kommen, der es dann aber gelassen hat, weil das auch mit den Tickets generell schwierig ist. Die bekommen ja bei uns, glaube ich, 2.400 Karten, glaube ich, ne? 5%, ja, doch. 2.400 5%, Karten. ja. 5%, genau. Genau. Und da kam jetzt irgendwie raus, dass West Ham von sich aus, bevor das Kontingent quasi an die Fans vergeben wird oder wurde, nochmal spontan 800 Karten davon für Sponsoren und so weiter abgezwackt hat. Und da sind die Leute jetzt natürlich richtig Oha. pisst, weil da sind Leute dabei, die haben vorher wirklich jedes Euroleague-Spiel in dieser Saison mitgenommen. Und die gucken jetzt halt in die Röhre, weil irgendeiner von, keine Ahnung, Betway oder Liga Mobile oder irgendwas, irgendwelche Leute da meinen, hingekarrt werden zu müssen. Also das finde ich dann auch schon krass. Das heißt, wenn man die 800 800 abzieht, Karten, das heißt 800, ein Drittel von den Karten, die den Fans generell zur Verfügung stehen, weil natürlich ja auch Euroleague ist ja nur Sitzplatzspiel, dementsprechend haben wir ja auch leicht verringertes Volumen, gehen ja dann nur 48.000 rein.
Das heißt, ein Drittel davon hat der Verein jetzt einfach mal einbehalten und gesagt, da setzen wir jetzt lieber irgendwie hier den Johnny in seinem maßgeschneiderten, habe ich nicht gesehen, Anzug hin, anstatt jetzt irgendwie dem Fan, der bislang irgendwie bei jedem Spiel mit dabei war. Respekt. Wohl etwa, genau. Respekt. Das finde ich halt dann auch, wie gesagt, bei uns wird immer auf hohem Niveau gemeckert, ne? Aber das ist ja dann halt noch krasser, ne? Ja, okay. Da kannst du, wenn du das ausrechnest, das sind noch 1600 Karten übrig. Das ist für ein Halbfinale echt, zumindest grenzwertig. Ja, hast du wahrscheinlich so den einen oder anderen größeren Fanclub, der gleich eben eine größere Anzahl Karten dann wegnimmt. Dann hast du vielleicht auch noch irgendwie einen deutschen Fanclub, der dann vielleicht auch noch sich Hoffnungen macht, da irgendwie eine Karte zu kriegen. Also, ja. Meinst du denn, dass dann... Zumal es in England so ein Loyalty-Programm gibt irgendwie, das heißt, wenn du, bei uns gibt es ja Auswärtsdauerkarten, das ist, geht zumindest in eine ähnliche Richtung. Ja. Wenn du jetzt für viele, sag ich mal, Auswärtsspiele, wenn du jetzt in der Saison, keine Ahnung, 10, 12 Auswärtsspiele bewegt hast, dann kriegst du halt quasi immer Punkte, und wenn dann Spiele kommen, wie jetzt zum Beispiel für West Ham das Derby gegen Tottenham oder irgendwas, und da werden sich, wird sich auf Karten beworben, da werden die Karten dann quasi nach Punktestand auf deinem quasi Stammkundenkonto quasi vergeben. Und da sind natürlich Leute dabei, denen ihr Konto ist brechend voll, ne? Und die gucken trotzdem in die Röhre. Und das ist halt dann schon krass. Weiß ich nicht, ob das vom Verein so der geschickte Move ist. Fände ich mal spannend, wenn du uns dann da vielleicht auch mal auf dem Laufenden halten kannst, wie dann so die längerfristigen Fanreaktionen sind, weil ich könnte mir schon vorstellen, je nachdem, wie es dann da halt auch ausgeht, dass dann der ein oder andere Fan schon leicht sauer ist. Ja, auch zu Recht, ne? Ja, definitiv. Also, definitiv. Ja. Ja, gerade bei so einem Verein wie West Ham, wo ja wirklich auch die Fans dann da hingehen, um ihren Verein zu unterstützen und jetzt nicht irgendwie irgendwelche Touristen einfach nur sind, die sagen, von wegen, ich will mal nach England und will mir mal irgendwie Liverpool, Manchester oder sonst irgendwas angucken, ist das bei denen halt schon da auch eine andere Nummer. Ja, und dann ist natürlich das gleiche Problem, was wir beim Auswärtsspiel auch haben. Über einen Verein verkauft, kannst du es halt abhaken, weil das halt ein Verein ist, wo die Leute auch für den Wettbewerb brennen, was es ja auch nicht so oft gibt. Ja, ja. In Anführungszeichen Cup der Verlierer. Oh, Ansichtssache. Glaubst du denn, dass deutlich mehr als dann die zur Verfügung stehenden 1600 Karten, also an Gästefenster, nächste Woche nach Frankfurt kommen werden? Das ist, glaube ich, dieselbe Situation wie bei uns. Also vielleicht ein paar Vereinzelte hier und da, die vielleicht jemanden kennen oder hier vielleicht sogar wohnen und bei der Eintracht eine Dauerkarte haben oder irgendwas, die dann dadurch vielleicht rein können. Mhm. Aber so ganz im großen Stil, nee, das sehe ich eigentlich das ähnliche Problem wie jetzt beim Hinspiel am Donnerstag. Nur halt, dass du bei uns nicht abgewiesen wirst, wenn du jetzt mit West Ham Schale Trikot in den Block kommen würdest hier bei uns. Mhm. Aber ansonsten sehe ich da relativ schwarz, dass da großartig viele außerhalb dieses offiziellen Gästesektors da irgendwo auftauchen werden. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass in anderen Städten. Stadt sehr wohl wahrscheinlich schon. Ja. Also es werden welche, die sich Flüge gebucht haben, die werden dann im Endeffekt auch fliegen. Es gibt übrigens auch welche, die haben schon im Halbfinale aus Lyon noch Karten für Barcelona, Flüge nach Barcelona für das Wochenende gebucht. Die wussten die noch nicht, dass wir gewonnen haben. Okay. Okay. Ja, gut, wobei man hätte, also man guckt ja vielleicht dann schon mal auch so in der Halbzeit oder irgendwas, wie steht's bei den anderen, dann hätte man ja vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender sein können, aber okay, gut. Ja gut, Barcelona ist ja auch so eine schöne Stadt, kann man ja auch so mal hinfliegen. Also. Außerdem. Und es ist dasselbe wie bei uns, es gibt auch schon den einen oder anderen, der einfach mal pro forma Sevilla gebucht hat fürs Finale. Ich habe jetzt von einem was gelesen, der fliegt irgendwie am Tag vorher nach Gibraltar und will von da dann mit dem Mietwagen nach Sevilla fahren, keine Ahnung. Weiß nicht, ob er das dann noch macht, wenn da irgendwie Eintracht gegen wer auch immer spielt, aber die haben auf jeden Fall, also die sind schon vom Crazy-Level vielleicht nicht ganz auf Eintracht-Niveau, aber schon relativ nah dran. Ja, ich wollte gerade sagen, also so, geht, auch da scheinen jetzt die Parallelen doch durchaus vorhanden zu sein, was ich so höre. Ja, richtig, auch dass, wenn die irgendwo zugelost werden, dass dann erstmal geschluckt wird. Oh, jetzt kommen die. Das kennen wir ja auch ganz gut. Hm. Wenn einer die Eintracht zugelost kriegt, dann erst mal überlegen, oha, sind die Irren aus der Mainstadt? Und das ist ja bei West Ham ja auch so. Also die haben auch diesen Ruf, der so einen gewissen, dem so ein bisschen was anhaftet, was auch nur teilweise stimmt. Aber das ist auch bei beiden Clubs eigentlich das Gleiche. Hm.
Also umso länger ich dir zuhöre, umso mehr Lust bekomme ich tatsächlich auf dieses Spiel von seiner Gesamtkonstellation her, sowohl mannschaftlich als auch von den Fans her. Und im gleichen Maße habe ich Angst vor diesem Spiel. Patricia, wie geht's dir so? Ja, ähnlich. Ich bin die ganze Zeit sehr glücklich, dass das Heimspiel auf Eintracht-Seite ja das Rückspiel ist. Ja. Das beruhigt mich so ein bisschen zumindest, weil man dann immer weiß, okay, das eigene volle Stadion, die eigenen Fans hat man im entscheidenden Spiel letztendlich im Rücken. Das heißt, wenn das Hinspiel einigermaßen eng gestaltet werden kann und man sich da nicht komplett abschießen lässt, was ich irgendwie nicht glaube und also erstens nicht hoffe, aber auch irgendwie nicht glaube, dann kann da ja durchaus noch was gehen und vor allem mit den Fans im Rücken. Wir haben das ja jetzt schon etliche Male erlebt, was da noch freigesetzt werden kann. Und von daher setze ich da so ein bisschen meine Hoffnung rein, dass man weiß, okay, das Rückspiel ist zu Hause und das beruhigt mich ein bisschen zumindest. Aber ja, ich bin gleichermaßen auch irgendwie aufgeregt, positiv wie auch so ein bisschen ängstlich entgegenschauend, weil jetzt halt wirklich, das ist halt, es ist halt das Halbfinale. Du musst dann nur noch das überstehen und dann bist du wirklich in diesem großen Finale, wo du weißt, dass es ein Spiel, es gibt kein Hin- und Rückspiel. Du musst an einem Abend liefern und du hast den Pott in den Händen und das ist schon, also du musst halt wirklich nur noch durch diese Phase durch, um das zu erreichen und ja, es ist schon was Großes. Von daher bin ich schon sehr, sehr euphorisiert, kann man sagen. Ja, vielleicht an der Stelle auch Und keine tatsächlich, Auswärtstorregel mehr. wollte ich gerade sagen, vielleicht auch an der Stelle gut, dass es keine Auswärtstorregel gibt, dass selbst wenn du irgendwie knapp verlierst oder irgendwas, du halt dann trotzdem einfach mit einem ordentlichen Spiel zu Hause mit irgendwie zwei, drei Toren Vorsprung oder selbst wenn es nur ein, ja, je nachdem wie die Konstellation ist, du halt da einfach dann was reißen kannst. Also es wird schon spannend. Warum ist das erst Gruß an Donnerstag? Basti an der Stelle. Gruß an Basti an der Stelle, wenn der am Donnerstag das neue Wettbrötchen auflegt. Geld liegt auf der Straße für Untertore in dem Spiel. Ja. Haus und Hof auf unter 2,5 Tore in beiden Spielen. Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Das würde ich auch so sehen. Wie gut, dass ich meinen Gewinn schon gegen Barcelona eingefahren habe, weil da war eine 7er Quote. Hast du das Finale? Hast du den Flug nach Sevilla fast schon wieder drin? Ja, da habe ich leider aus privatpersönlichen Gründen genau in der Woche ein Problem. Aber das ist dann persönliches Einzelschicksal, da muss jetzt ja keiner irgendwie Rücksicht drauf nehmen. Hotelpreise sind eh komplett im Arsch da unten schon, weil Ja, gut, aber. wahrscheinlich drei von vier Halbfinalisten haben ja schon Hotels gebucht da Ich wollte unten. gerade sagen, da haben wir vor einem Einer halben wird Jahr schon wahrscheinlich die sein ersten Kandidaten schon. angefangen, wahrscheinlich irgendwie Ja, einfach mal genau. auf Vorsorge Hotels zu buchen, weil im Zweifelsfall ist es dann halt auch so, dann machst du halt einfach eine geile Woche in Sevilla, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das ist nicht so schlecht, das stimmt, ja. Ja, also gibt's. Ja, ist ganz geil. Du kannst halt auch drumherum gut Urlaub machen. Also, und ich finde generell Andalusien, da sind ja, das ist ganz gut gelegen, die ganzen Städte und Orte. Also du kannst sehr gut mit Mietwagen hin und her. Deswegen, ich glaube, da sind auch schon in den umliegenden Ortschaften wahrscheinlich die Hotels sehr, sehr gefragt gewesen. Ja, die werden sich wahrscheinlich Ansonsten auch schon machst du dir seit halt schön Monaten Ende Mai umgucken, was da los ist. Südspanien. Ja. Da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Reiseveranstalter sich ja auch gedacht haben, so, was ist denn da los? Warum buchen jetzt auf einmal Millionen von Menschen für Ende Mai? Da ist doch noch gar keine Saison. Warum ist denn hier alles voll? Ja, spannend. Fährst mal schön nach Cadiz runter, ist auch nicht so weit. Vielleicht am Meer, also, ist nicht Ja. so hässlich. Also, und der Viertelfinale da, das hat schon Spaß gemacht, da die Fahrt dahin. Mal schauen. Das glaube ich. Und wenn du halt mit deinem Club noch hinfährst, ist natürlich noch besser. Ne? Da muss nur noch das andere Halbfinale so ausgehen, wie wir uns, glaube ich, alle wünschen. Und dann kann es eigentlich ein gutes Endspiel werden. Ja, das ist der zweite Punkt, vor dem ich so ein bisschen Schiss habe, dann, was jetzt die beiden Donnerstagsspiele angeht. Zum einen, wie gehen unsere beiden Spiele aus und wie gehen die anderen aus, weil so ein deutsches Finale, da habe ich halt ernsthafterweise keinen Bock drauf. Deutsch-österreichisches Finale, meinst du? Ja, Kleiner Scherz am Rande. Ja, das ist schon so ein Wermutstropfen. Ne? Das ist schon richtig ungeil. Du weißt, okay, du bist im Euroleague-Finale. Ja, wer war denn euer Gegner?
Boah, Leipzig, ne, spielt Ja. man auch in der Bundesliga und das auch sehr ungern. Ja, der große Ja, schon richtig Traditionsverein gegen ungeil. Da dieses keinen Bock. Marketingkonstrukt in so einem für die einen wirklich von Bedeutung Pokal und für die anderen einfach nur im Gedanken, so nach dem Motto, ach, können wir wieder 15 Schlagzeilen mehr verkaufen. Zieht einem jetzt schon, bei dem Gedanken daran würde es einem jetzt schon komplett den Stecker ziehen, wie Basti so schön immer sagt. Müssen wir denn Aber aus. hey, Aber im Finale ist. Euroleague-Finale. Ja, Euroleague-Finale wäre Ich halt wollte uns auch gerade schon sagen, eine im große. Finale. Da ist einem dann auch egal, wer auf der anderen Seite steht. Ja, bei mir nicht so ganz irgendwie, aber. Oh, Ja, ich verstehe schon, was. es nimmt, würde auf jeden Fall Ob ich viel jetzt den wegnehmen. Ja. Bullenhut sehen muss. Ja. 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 Also ich Ja, es würde auch hat gerne keinen lieber ein Charme. paar Also. Rangers. Ja, das stimmt. Also Eintracht gegen Rangers im Finale wäre halt schon eine geile Nummer. Ist schon richtig geil, Das ja. wäre halt schon richtig geil. Da würde ich mir dann auch gleich doppelt und dreifach in den Arsch beißen, dass ich da nicht hingehe. Das schiebt giftig an, im Gegensatz zu der anderen potenziellen Konstellation. Ja. Ich glaube auch, Ja, dass da die wirklich. Hütte in Sevilla auf beiden Seiten ordentlich voll wäre. Ja. Ja, andererseits gegen Leipzig hat man ein Heimspiel mal wieder. Von daher auch nicht so schlecht, ne? Dann wird das Stadion wahrscheinlich zu 95% mit Eintracht-Fans gefüllt sein, würde ich mal schätzen, weil Leipzig hat es ja auch nur mit wie viel Fans knapp 800 nach Bergamo geschafft. Also 750, glaube ich. 720 oder Ja, irgendwie so. Ja, sowas. okay, Also, also knapp 700 eher. ja, eher näher an der Ja, und es 700 war als an der 800. Feiertag danach. Also dass die Ausrede zählt nicht, dass dann Leute arbeiten mussten. Von daher, ja, Naja, hätte gut. man, also man muss irgendwie sich einigermaßen, ich versuche mich schon darauf einzustellen, falls man weiterkommt, ist es egal, man ist im Finale. Und wenn es dann eben Leipzig ist, naja, dann hat man halt ein Heimspiel in Sevilla. Keine Ahnung, irgendwie muss man sich's ja Es soll ja auch am dann auch noch. Wochenende Bundesliga-Vereine gegeben haben, die Samstag zur besten Anschlusszeit bei einem Auswärtsspiel, was irgendwie anderthalb Autostunden entfernt ist, mit irgendwie nur 300 Fans angereist sind. Also soll es ja auch gegeben Aha. haben, habe ich gehört. Keine Beides ein Grüße. Ärgernis. Ja. Markus, müssen wir noch irgendwas über West Ham wissen, bevor wir uns gleich mal über die Eintracht-Aufstellung für den Donnerstag unterhalten können? Vielleicht über das Stadion, das ist ja das alte Olympiastadion, Ja, stimmt. was jetzt nicht mehr Queen Elizabeth Olympic Park heißt, sondern London Stadium, was schon mal für die Kurzweil schon mal besser ist. Ist im Gegensatz zum alten Stadion, zum Upton Park, dadurch, dass ein Leichtathletikstadion ist, relativ weitläufig, hatte mal eine Laufbahn, dadurch sind die Fans relativ weit weg. Okay. Gibt auch sonst so ein paar bauliche Sonderheiten, irgendwelche Tribünen wurden vorgezogen, dadurch läufst du quasi zwischen dem Ober- und dem Unterrang wie auf so einer Brücke lang, weil dahinter so ein toter Raum ist. Also das ist, Okay. bin ich mal gespannt, wie das dann da wird. Aber es ist halt, ja, wir nehmen es mit, es ist auf jeden Fall größer als Upton Park, den Vorteil haben wir zumindest schon mal. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, es ist halt ein altes Leichtathletik, beziehungsweise ein Stadion, was für Leichtathletik gebaut wurde, und das merkt man auch an manchen Ecken noch, auch wenn es natürlich jetzt auf West Ham umdesignt wurde, in Anführungszeichen, aber so Sachen wie diese ehemalige Laufbahn, die kriegen sie irgendwie nicht weg, auch nicht durch Absenken des Platzes, keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt, wie das von der Atmosphäre wird, dürfte aber ein heißer Tanz werden, auch mit Laufbahn. Okay. Und das heißt nicht mehr Queen Elizabeth Stadium, obwohl sie sich ja, glaube ich, mittlerweile auch offiziell als West Ham-Fan geoutet hat, oder? War das nicht so? Ja, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Es gibt ein paar Engländer, die sagen, sie wird Derby County Fan. Weiß ich noch, ihr Sohn auf jeden Fall. Prinz Harry ist West Ham Der ist Fan. West Ham-Fan auf jeden Sein Fall, ja. Bruder ist ja Aston Villa Fan. Ja, ist korrekt. Ist verbrieft und ja, naja, gibt so ein paar irgendwie von, ich glaube von Matt Damon wird behauptet, dass er West Ham Fan ist. Der hat wahrscheinlich bei irgendeiner Promo-Aktion mal einen Schal umgehängt bekommen oder so. Also Ich kann mir ich jetzt nicht empfehle vorstellen, dass da der. sehr von den Kollegen vom HR die aktuelle Folge des Heimspiels, wenn man hier mit in irgendeinem Quiz mit unnützem Fußballwissen auftaucht, da wurde auch Matt Damon genannt und auch Katy Perry als West Ham-Fan. Katy Also. Perry stimmt aber, weil die kommt aus London und die war mit Russell Brand, falls den einer kennt, Schauspieler, Comedian, verheiratet. Der ist Die Hard West Ham Fan. Also Ah ja. das würde ich dann schon glauben, dass sie auch West Ham Fan ist. Das würde zumindest von der Konstellation her ganz gut passen. Okay. Das heißt aber, wir können davon ausgehen, die Queen ist am Donnerstag nicht im Stadion. Hat keine Dauerkarte.
Hat keine Dauerkarte, nein, Keine das auf jeden Dauerkarte. Fall nicht. Wie gesagt, das war, glaube ich, auch jahrelang irgendwie, haben sie, gut, der Boulevard fragt sich dann natürlich sowas, für wen ist die Queen oder irgendwas, interessiert eigentlich, mal ehrlich, ist auch kein Schwein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Publicity-Gag war, weil sie einen Londoner Club nehmen mussten oder, weil, wie gesagt, es gab auch mal die Behauptung, dass sie Fan von Derby County ist. Ja, muss man mal so hinnehmen und wird wahrscheinlich auch ewig ein Mysterium bleiben. Ja, aber so ein bisschen Mysterium braucht es ja auch, ne? Natürlich auch das, ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal auf die spannende Frage der Aufstellung auf der Eintracht-Seite sprechen. So und Job haben wir ja am Wochenende gesehen, sind wieder fit. Das ist schon mal gut für auf unserer Seite. Und dann ist ja die spannende Frage, wie wir dann die zwei anderen Personalien noch abdecken. Und passenderweise, wenn wir jetzt über die Aufstellung der Eintracht sprechen, müsste jetzt der liebe Herr Marvin hier irgendwie mit in die Leitung gefallen sein. Alter Falter, seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Wir sind da, wir hatten schon angeteasert, dass du Spaß bei der Einreise nach London hattest, Marvin. Ja, weiter will ich es auch nicht präzisieren. Wer weiß, ob das rechtlich problematisch ist oder so. Okay. Ja, aber ich habe es ja jetzt auf jeden Fall geschafft und heilige Scheiße, es ist ein langer Ritt. Eben gerade im Hotel angekommen. Ich glaube, ihr seid schon viel am Diskutieren und wollt wahrscheinlich schon über die Aufstellung sprechen, Wir wenn ich das wollten jetzt jetzt richtig Richtung höre. Aufstellung gehen, aber Ja, vielleicht kannst du geil. ja mal so einen kurzen Sidestep. Wie ist es denn in London? Wie viele Eintracht-Fans sieht man schon vor Ort? Oder? Tatsächlich habe ich Franco Leonti schon gesehen, der ja zum Staff der Eintracht gehört, der mit mir im Flieger war. Zum Okay. Glück war nicht die gesamte Eintracht dabei, sonst wäre es ziemlich peinlich geworden, weil, wie gesagt, die Peinlichkeit bestand darin, dass ich, ich habe einen alten Reisepass dabei gehabt. Das ist ein bisschen problematisch. Aber so ein Also, Reisepass läuft doch eigentlich nicht ab. Oder laufen die ja, mittlerweile ab? nee, der läuft ab, aber das Problem war, wenn 10 du Jahre. verlierst, genau, hi übrigens, hallo mein Lieber erstmal. Nee, das Gute. Problem ist, wenn du den verlierst, dann gibst du den als verloren, Ja. melde und dann irgendwann habe ich den wiedergefunden, habe bei einem anderen und habe aus Versehen den falschen jetzt mitgenommen und das ist die Ah, Problematik. okay. Ja, weiter will ich nicht darauf eingehen. Ich glaube, ich habe schon genug gesagt, aber der freundliche Herr hat mich durchgelassen nach einem gründlichen Check. Jetzt muss ich dann irgendwann am Sonntag wieder zurückkommen. Und wenn ich das geschafft habe, ja, dann muss ich auf jeden Fall meinen richtigen Ich wollte Reisepass gerade sagen, da suchen. nimmst du am besten den, den du jetzt fälschlicherweise mitgenommen hast und tust den irgendwo ganz tief in der Schublade und packst den anderen ein. Nee, der ist schon eingezogen. Ah, okay, diese Nummer. Okay, ja dann. Absolutely no chance. Ja, also wie gesagt, ich Ja, bin jetzt hier. ansonsten meldest du dich, Ja. dann machen wir irgendwie so ein Rettet Marvin-Aktion und fahren irgendwie nachts irgendwie über irgendeine, weiß ich nicht, schwimmen rüber und holen dich da raus. Ja, nee, das geht schon. Aber wie gesagt, wilde Kiste, aber jetzt bin ich hier. Und genau, jetzt lasst uns mal ein bisschen drüber reden. Ihr habt wahrscheinlich schon viel über auch den Gegner gesprochen, gehe ich mal Ja, von aus. Ne? Markus hat uns einen kompletten Einblick in West Ham gegeben. Ich glaube, wir könnten morgen direkt einen Aufsatz über West Ham United schreiben. Also. Markus ist halt ein geiler Typ, deswegen bin ich sehr froh, dass er da ist. Markus, eine Frage habe ich aber. Siehst du Gerne, das gerne. Duell, was ich ja bei Fußball 2000 auch schon so ein bisschen angerissen habe, die ganze Situation mit Kevin Trapp, der früher die Nummer 1 bei Paris war, bis halt Areola kam. Kannst du dir vorstellen, dass da so ein bisschen Rivalität noch mitschwingt? Gut, die haben ja eine Saison, haben die ja, glaube ich, sogar zusammen gemacht und haben sich mehr oder weniger abgewechselt. Genau. Ja. Das war ja der Grund, Da warum hat der eine irgendwie er drei als Siege. Ja. ja. Genau, unter Emery war das, glaube ich, die 2 Jahre. Ne? Irgendwie, wirklich alles durch. Das erste Genau, Jahr haben sie sich, glaube ich, noch geteilt, relativ brüderlich. Beide um die 30 Spiele gemacht und danach hat er halt Areola zur Nummer 1 gemacht. Der ist jetzt allerdings bei West Ham, zumindest was die Liga, einmal 2. Also Trapp ist Nummer 1. Für mich diese Saison sowieso der beste deutsche Torhüter. Wenn ich nach der Form in Bundesliga und Europapokal gehe, also ich kann mir schon vorstellen, dass die eine gewisse Rivalität auf jeden Fall am Tag legen. Dafür sind sie beide auch zu ehrgeizig wahrscheinlich. Aber ich würde auf jeden Fall Kevin Trapp vorne sehen. Sag ich ganz Aber ehrlich. spielt denn Areola in der Euroleague, wenn du sagst, der ist in der Liga jetzt eher Ja, Nummer ja. 2? Das heißt, der ist dann der klassische Euroleague-Torwart für die. Deswegen spreche ich es an. Also er ist der Ja. Euroleague-Torwart und Genau. Fabianski ist ja der Premier League-Torwart. Ja, genau. Fabianski ist ja auch gefühlt, Exakt. also der ist ja vom Alter her nahe an Buffon dran, oder? 37 oder was, ne? Ja, irgendwie Müsste sowas, der 97, sein. 38, also auch schon gesetzten Alters. Und Darren Randall kam doch als Nummer 3, Nationaltorwart von Irland. Müsste auch 34 oder so sein. Okay.
Also da können sie eine richtige Elefantenrunde aufbieten dann. Ja. Ich finde es sehr gut, dass Marvin hier reindroppt und direkt in eine Torwartdiskussion einsteigt. Direkt, ja, was anderes hätte ich von Marvin auch ehrlicherweise nicht erwartet. Mehr Marvin geht auch gar nicht mehr in diesem Podcast heute. Ja, okay. Ja, dann könnte dann auf jeden Fall spannend werden. Klar, die Historie da aus Paris und natürlich dann auch, will dann da keiner irgendwie zurückstecken. Vielleicht auch gut für uns, ne? Könnte es dann doch noch den ein oder anderen Motivationsschub geben, wenn es dann bei einer Ecke kommt, dann doch mal noch irgendwie ein bisschen prominenter rauszulaufen, um den Ball dann da aus dem 16er rauszufausten. Also schauen wir auch so ein bisschen auf das Torwartspiel auf beiden Seiten. Genau, aber jetzt will ich ja deine wahrscheinlich vorhin wunderbare Überleitung gar nicht kaputt machen. Jetzt haben wir die Torwartdiskussion mal angerissen. Ihr habt eben über die Aufstellung gesprochen. Wo seid ihr denn da hingeblieben? Wir wollten gerade dahin und waren eigentlich an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir sind froh, dass Trapp und Zhou wieder fit sind. Und dann kommt es natürlich jetzt zur Gretchen oder zu den beiden Gretchenfragen. Fangen wir mal in der Abwehr an. Ndicka ja dann blöderweise mit der Gelb roten Karte da im Rückspiel gegen Barcelona und wie ich ja nach Studium des Regelwerks lernen musste, verfallen zwar gelbe Karten, aber nicht unangetretene Strafen beim Wechsel in das Halbfinale. Von daher sind ja sowohl Ndicka als auch Jakic bei dem Spiel nicht dabei. Wie würdet ihr denn diese Ndicka-Thematik abwehrtechnisch jetzt angehen? Die wahrscheinlich naheliegendste Lösung wäre Hinteregger nach links und Kamada in die Mitte. Aber wäre das auch die Variante, wie ihr das lösen würdet? Marvin, fang du doch mal direkt an. Na, ich hoffe, dass du nicht Kamada meinst. Weil du eben gerade gesagt hast, Kamada. Entschuldigung, Hasebe. Andere Variante? Der ja, andere. Ja. Also die naheliegendste Variante, natürlich. Ja. Ja, Kamada in der Abwehr, hallo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde tatsächlich fast eher auf Tuta gehen, auf Touré gehen, jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt. Also ich würde halt mit Dreierkette Tuta, Ndicka und Touré stellen. Also das, Tuta, das kann ich mir eher von und Touré. Genau, richtig, ja. Genau. Also weil Touré hat für mich ein gutes Spiel gemacht, ein sehr gutes Spiel gegen Barcelona. Aber und ich weiß, wir kennen den Drahtseilakt mit Touré, der ein, zwei gute Spiele macht und dann auch wieder Probleme hat. Aber irgendwie, also das wäre eher so mein Pick. Aber Patricia, aber wie siehst du das? Wie willst du die denn aufstellen? Also willst du dann Touré wirklich komplett anstatt Ndicka auf der linken Seite oder setzt du den in die Mitte? Oder wie, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie du die da anordnen willst, die drei? Ja, ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich aber eher Hinteregger nach links. Ich würde Tuta in die Mitte und Touré dann nach rechts. Ja. Tuta in der Mitte ist natürlich auch eine Position, die er so noch gar nicht hatte und bedeutet auch viel Verantwortung an der Stelle, ne? Ja, das ist richtig, aber du musst halt irgendwie versuchen, wie das, ja, du musst halt Wege dir überlegen, ne? Ich meine, was alternativ könnte man es natürlich auch so machen. Ja, Hinteregger hat gegen Barcelona schon längst gespielt und das war kein Problem. Touré hat gegen Barcelona rechts gespielt und das tut er jetzt sich dann mal in der Mitte beweisen muss. Ich halte das tatsächlich für einen gangbaren Weg, muss ich so sagen. Patricia, was wäre denn deine Lösung für dieses Problemchen? Ich glaube, ich bin genau umgekehrt. Also ich hatte ja gegen Barca, glaube ich, mit als einzige Tuta vorne gesehen und nicht Hasebe, Touré und nicht Hasebe. Und jetzt, glaube ich, bin ich wieder auf der Hasebe-Schiene. Auch so ein bisschen aufgrund dessen, was wir eben gerade diskutiert haben, wer steht letztendlich wo? Irgendjemand muss auf eine ungewohnte Position gehen. Ja, andererseits, ja, okay, ich habe gerade den Punkt, dass ja Antonio, der ist der Mittelstürmer gewesen, ne? Der ist ja sehr, 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 sehr bullig so. Und da bin ich gerade hängen geblieben und bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist, wenn man dann Hasebe in der Mitte hat. Da würde ich gern Hinti tatsächlich dagegen haben im 1-gegen-1, wenn dann. Und dann ist aber wieder das Problem, wer geht wohin. Ja, aber dann habe ich ja, also wenn ich wirklich sage, Touré spielt, Hinti habe ich in der Mitte und Tuta ist eigentlich auf rechts, geht Touré dann auf links.
Wisst ihr, was gerade das Problem ist bei mir? Ja, klar. Dann hast du natürlich dann auf der Costage-Seite für uns, hast du dann den, wie heißt der, Bone dann laufen, der natürlich auch eine gewisse Torgefahr hat, der dann nach innen zieht. Dem willst du dann vielleicht auch einen gegenstellen, der dann in der Lage ist, dann da auch mal beherzt in den Zweikampf zu gehen. Da wäre dann auch wieder Hinteregger so ein bisschen das Mittel der Wahl wahrscheinlich. Ja, ich glaube, also es ist gerade schwierig, weil ich hätte gedacht, ja, Hasebe einfach aufgrund der Erfahrung einfach in die Mitte und man kennt, das ist eine sehr, sehr, sehr bekannte Aufstellung auch für alle Beteiligten, dann kann Tuta rechts, Hinti links und alle fühlen sich wohl. Das Ding ist jetzt aber gerade auch, wie ihr es gesagt habt, ich glaube, auch aufgrund dessen, dass Jakic ja ausfällt und Rode nicht über 90 Minuten gehen kann. Vielleicht muss Hasebe ja sogar ins defensive Mittelfeld oder Hrustic kommt rein, aber Hrustic ist halt die offensive Variante. Deswegen, ich glaube, ich würde auch eher auf Touré gehen gerade, einfach aufgrund dessen, dass ich gerne irgendeinen größeren, stämmigeren Spieler gegen Antonio stellen möchte und gleichzeitig aber auch nichts an Schnelligkeit verlieren möchte, weil Touré ist zumindest auch schnell. Falls dann wirklich mal Bowen durchkommen sollte, dass da irgendwie jemand noch da ist, der ihn stoppen kann, weil Hasebe hat halt wirklich Tempodefizite und aber halt auch körperlich von der Größe her die Defizite. Von daher weiß ich nicht, ob er die optimale Wahl ist, aber ja, letztendlich haben wir auch viele gute Spiele mit Hasebe gemacht. Bedeutet, du würdest dann Touré in die Mitte setzen oder auch Tuta? Hinti tatsächlich und dann Touré, ich weiß nicht, kann der es auf links? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte dann wahrscheinlich Touré einfach auf links gestellt. Keine Ahnung, ob das zu großes Risiko ist für einen Spieler, der sowieso ein bisschen wackelig und schwankungsvoll, sagt man schwankungsvoll? Nein. In seinen Leistungen ist. Nee, aber schwankend in seinen Leistungen ist, weiß ich nicht, ob das nicht eine zu große Veränderung ist, aber ich glaube, ich hätte wirklich Hinti dann gerne als Mittelspieler und dann halt Tuta oder Touré, wer sich wo wohler fühlt, muss halt einer auf links gehen. Markus, wie siehst denn du das? Also ich kann alle eure Ansätze nachvollziehen, die ihr habt. Würde mich aber trotzdem, glaube ich, wenn ich es entscheiden müsste, für Hasebe entscheiden. Und zwar, ich sage euch auch warum, weil zum einen, dadurch, dass West Ham relativ aggressiv gegen den Ball ist und vielleicht auch mal dafür sorgen will, dass die, die von hinten aufbauen, relativ wenig Zeit haben, dass es mir da ganz gut gefallen würde, wenn so ein Zen-Meister wie Hasebe da das übernimmt, der die nötige Ruhe am Ball hat und der sich nicht davon der sich aus der Ruhe bringen lässt, wenn halt mal ein Antonio oder irgendeiner angerannt kommt, sondern der das dann auf seine Elder Statesman Art macht und dann einfach da quasi die Situation vielleicht mal spielerisch löst. Und wir haben ja gesagt, dass es im Mittelfeld wahrscheinlich relativ eng zugehen wird und dass man Ideen braucht. Auch dafür finde ich Hasebe nicht recht, weil Hasebe, wenn ich das, so wie ich das sehe, einer ist, der auch mal den Ball nach vorne trägt, während zum Beispiel Hinti eher mit langen Bällen agiert. Und lange Bälle gegen eine Abwehr mit Dawson, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Da ist es vielleicht nicht die dümmste Idee, wenn du einen Hasebe hast, der auch mal, weiß ich nicht, bis zur Mittellinie mit dem Ball geht und dann guckt, was sich so ergibt an Anspielstationen. Was dann natürlich auch wieder ein So oder Rode, So und Rode vielleicht ein bisschen die Verantwortung nimmt, selber da eine Lücke finden zu müssen und vielleicht dann als zusätzliche Anspielstation für halt eben diesen mit dem Ball nach vorne gelaufenen Hasebe vielleicht dienen könnten. Ja, soweit die Utopie, die ich an die Wand malen würde. Für ja, die für mich aber durchaus schlüssig ist, weil wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, dass ja auf beiden Seiten das Mittelfeld auf unserer Seite eben dann mit So und vermutlich Rode und auf der anderen Seite mit Declan Rice und Name entfallen hier bitte einfügen. Check. Danke. Thomas. Wahrscheinlich ja auch sich so ein bisschen gegenseitig neutralisieren könnte. Fände ich das vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn du dann einen Hasebe hast, der dann da einfach nochmal als Dritter auch nochmal in die Richtung gehen kann, um dann noch so ein bisschen einen Überhang aufzubauen. Von daher wäre ich dann auch tendenziell in dieser Hasebe-Variante drin. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ihr habt mich überzeugt. Dass du mit einem vorrückenden Hasebe könntest du vielleicht in einer perfekten Welt zumindest eine kleine Überzahl im Mittelfeld schaffen, die dir dann vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise irgendwas vielleicht bringen könnte.
Ja klar, das muss ja dann, müsste ja dann theoretisch West Ham wieder irgendwie ausgleichen, indem sie dann entweder auch einen aus der Abwehr nach vorne ziehen oder einen von der Außenbahn. Aber nicht, weil sie nur einen Innenverteidiger haben. Ja, oder halt einen von der Außenbahn dann halt reinziehen, um wieder Gleichheit zu schaffen und dann kannst du damit wieder Platz auf den Außenbahnen für entweder einen Kostic oder einen Knauf produzieren. So die Theorie. Oder Lindström, der auch nicht langsam ist. Ja, genau. Der halt dann aber körperlich genau, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Schwierigkeiten hat. Also wenn der da auf so einen Dawson aufläuft, das... Er muss ja nur so schnell sein, dass ihn keiner kriegt. Dann ist er körperlich egal. Ja, das ist in der Tat richtig. Ist in der Tat richtig, aber muss da halt auch erstmal schaffen. Wenn die wirklich diese Variante machen von einem Chelsea-Spiel, wo 4 nominelle Außenverteidiger aufgeboten werden und das dann eine Dreier-Fünfer-Kette ist, dann hast du natürlich über die Flügel auch keine Chancen, weil dann hast du zwar Kostic auf links, Knauf auf rechts, aber was wollen die machen, wenn auf jeder Seite 2 Außenverteidiger warten? Ja, klar. Das heißt, da musst du dann irgendwie durch die Mitte kommen. Und in der Mitte ist mir ein Hazel lieber als alle 3 anderen, die wir jetzt genannt haben. Weil der halt auch die Ruhe hat. Nee, die Erfahrung. Also ich glaube, du hast mich echt überzeugt. Also mit Hasebe, also auf jeden Fall. Also ich meine, ich lasse mich da ja auch gerne überzeugen. Ich, wie gesagt, ich will bisher jetzt auch keine zwingende Herzensentscheidung und dann würde ich sagen, dann machen wir das gerne mit Hasebe. Das heißt, dass wir Hasebe dann dementsprechend in der Innenverteidigung platziert haben. Das heißt, der fällt dann dementsprechend fürs defensive Mittelfeld weg. Wir haben ja da die Problematik halt, dass uns mit Jakic jemand fehlt. Aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass wir schon mit Rode und So an den Start gehen. Oder ist hier jemand in der Runde, der das anders platzieren würde? Also, nee. Also nicht im Hinspiel. Ich glaube schon, dass du, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass es vermutlich wenig Tore geben wird und auch auf beiden Seiten so ein bisschen drauf ankommen wird, da jetzt einfach nicht zu sehr ins Risiko zu gehen, sondern wahrscheinlich dann entweder irgendwie ein knappes Führungstor oder am Ende irgendwie ein hart umkämpftes Unentschieden bei rauskommen wird. Und da wäre Rode mir der liebere Kandidat, zumindest für die ersten 45 Minuten, um auch wirklich so ein bisschen mehr Gefühl dafür zu bekommen, wie tatsächlich West Ham an dem Tag unterwegs ist. Im Rückspiel, wenn es dann um alles oder nichts geht, könnte es eventuell anders aussehen, aber an der Stelle würde ich tatsächlich mit Rode gehen. Und die Motivation wird groß genug sein, dass der seine 60, 65 Minuten durchläuft. Ich glaube, das ist unbestritten. Ja, also das würde steht, dann definitiv immer noch Hasebe vorziehen. Eben. Genau. Ja, oder aber halt Markus, was würdest du denn machen? Ja, aber ja. Was würdest du denn machen mit den wenn Rode raus muss? Wen würdest du dann bringen? Das ist die Frage. Dann könntest du immer noch überlegen, je nachdem, was das für ein Zeitpunkt ist, wenn das jetzt, ich sage mal, die 75. oder 80. ist und du vielleicht sogar führst, oder es 0-0 steht oder du relativ das gut im Griff hast, könntest du eventuell auch Hasebe dann vorziehen und dann hinten eine von euren Varianten spielen, dass du dann nochmal Touré bringst, der dann halt die letzten 10 Minuten links auf seiner rechten Seite spielt. 10 Minuten wird er ja im Tank haben, da einigermaßen das im Griff zu haben. Ja, hoffe ich. Ja, weil die Sache ist, wir haben, Patricia, du hast ja ganz kurz mal Russisch flankiert. Ich sehe den in so einem Spiel gar nicht. Oder Patricia, bin ich da zu fies? Nee, ich sehe den leider auch nicht. Einfach, weil ich stark davon ausgehe, dass das ein enges Spiel sein wird, wo auch die Defensiven auf beiden Seiten wichtig sein werden, weil keiner irgendwie sich in eine extrem schlechte Lage bringen will fürs Rückspiel. Und Rustic ist halt wirklich sehr offensiv veranlagt, plus diese Körperlichkeit, die da im Mittelfeld wahrscheinlich dann auch vonnöten sein wird, sehe ich jetzt auch gar nicht so krass bei ihm. Er ist halt so dieser Überraschungsmomentspieler. Also ich weiß nicht, wenn man wirklich, das ist eher so ein Rückspielspieler auch, wenn du irgendwie aussichtslos irgendwie noch da unterwegs bist und dir denkst, ach komm, vielleicht mach dann Standard rein, bring doch mal jemanden, der was Überraschendes macht, dann bringst du Rustic, aber du bringst ihn eigentlich nicht, um zu sagen, keine Ahnung, wir liegen vielleicht sogar 1-0 vorne gegen West Ham, aber wir schwimmen ein bisschen, weil die Kräfte nachlassen. Jetzt bringe ich Rustic, um das hier irgendwie das Mittelfeld zu stabilisieren. Das ist halt eigentlich nicht der Punkt. Also deswegen würde ich glaube auch die Variante einfach, dass man letztendlich, je nachdem wie lange es Rode aushält, sagen wir mal, keine Ahnung, der schafft 70 Minuten, würde ich vielleicht sogar auch einfach Hasebe vorziehen und dann halt einen Innenverteidiger, also wahrscheinlich Touré, einwechseln und dann ist halt die Dreierkette Hinti, Tuta, Touré, es ist auch nicht schlecht letztendlich und einer von den dreien wird es ja wohl schaffen, 20 Minuten lang mal auf der linken Seite zu spielen, obwohl es nicht seine Seite ist oder meinetwegen in der Mitte. Das wird schon, also ich hoffe es zumindest, das wird drin sein und es ist ja jetzt auch gar nicht so ein großer Deal, glaube ich.
Und eine sicherere Variante in meinem Kopf zumindest, mit Hasebe dann auf der 6 als mit Rustic. Vor allem jetzt in der Situation, die ich gerade so im Kopf habe, dass es halt wirklich ein enges Spiel ist, wo du hinten versuchst, stabil zu stehen. Ja, du hast halt wirklich ansonsten keine wirkliche Alternative, die du da bringen kannst. Hilsanker wäre noch so ein über die Zeit wette Spieler gewesen, der ist aber ja seit der Winterpause nicht mehr spielberechtigt. In der ja, Euroleague. Wollte ich gerade sagen, den haben sie ja. Platz wurde ja, glaube ich, an Knauf oder irgendwen wahrscheinlich weitergegeben. Ja. Genau. Was ja auch schon durchaus Sinn macht. Gerade in so einer Situation Spiel, jetzt. Aber gerade so. In so einem Spiel. Ja, in so einem Spiel wäre es ja, schon geil. Ja, da hättest du sowohl in der Innenverteidigung mal als Kante bringen können, als auch da im defensiven Mittelfeld, aber fällt halt ja leider aus. Ja, es wäre, ja, da wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn du dann mal irgendwie körperlich robuster zu Werke gehen musst, wo du vielleicht mal ein paar West Ham-Spiele einfach nochmal über die Zeit grätschst, wo du dich über die Zeit grätschst, dann wäre es vielleicht nochmal ganz sinnvoll gewesen, ja. Aber ey, was soll man machen? Ist ein bisschen schwierig, ärgert mich, aber das ist auch das erste Spiel, wo mich das ärgert, dass er nicht spielberechtigt ist. Ich glaube, da müssen wir dann halt irgendwie anders sehen, dass wir vielleicht ein bisschen Zeit schinden, wie gesagt. Mal gucken. Aber ich finde, wir können mit beiden Situationen gehen, Markus. Ich finde, die Idee, die du dann hattest, dass man dann in der späten Phase der Partie diesen Wechsel dann vornimmt, dass man Hasebe nach vorne zieht, halte ich für eine sehr gute Aktion und eine sehr gute Idee. Wir sprechen natürlich nur je in theoretischen Aspekten, aber man kann ja ein bisschen hoffen, dass wir plötzlich in West Ham erstmal so ein bisschen noch auf Zeitspiel machen wollen, wenn wir in der 80. Minute vielleicht ein 1-0 für uns haben oder so. Ja, ich glaube, es ist nicht nur ein Punkt für das Thema Zeitspiel, sondern es geht ja dann auch um das Thema irgendwann, wenn du jetzt sagst, wir liegen knapp vorne oder es ist auch irgendwie ein knappes Unentschieden und man will dann da vielleicht doch nochmal irgendwie was versuchen. Was mich in den letzten Spielen immer wieder gestört hat, war dieses Thema mit der Offensive oder mit der Entlastung in die Offensive, dass du es halt nie geschafft hast, halt wirklich für Entlastung zu sorgen, den Ball mal intelligent rauszubekommen. Du hast immer die zweiten Bälle dann verloren, du bist selten irgendwie über die Mittellinie gekommen. Wenn du dann halt so einen spielintelligenten Spieler dann nochmal ein bisschen weiter vorne hast, wäre meine Hoffnung, dass damit was passiert. Die Frage ist halt einfach, reichen die Körner dann dafür? Weil es ist halt dann schon nochmal ein komplett anderes Spiel auf so einer defensiven Mittelfeldposition. Da wird es halt dann auch nochmal laufintensiv und ob er das dann gerade in den letzten 10, 15 Minuten nochmal richtig hinkriegt, da hätte ich so ein bisschen Zweifel gerade. Fehlt natürlich auch Lenz jetzt zur Unzeit. Ne? Den hätte man natürlich für eine Viertelstunde hinten links auch noch mal bringen können. Der ist zwar Außenverteidiger eigentlich, aber... Ja gut, aber den hättest du auf die linke Innenverteidigerposition dann auch noch mal bringen können und dann halt einen Hinteregger wieder in die Mitte ziehen. Richtig, genau. Hätte ich jetzt auch... Dieses Szenario mit Hasebe nach vorne ziehen, hätte ich den auch als Option gesehen. Genau, fällt aber ja auch aus. Der hat ja einen Zehenbruch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, sonst hätte man ja auch auf Viererkette für ein paar Minuten noch stellen können und einfach irgendwie Lenz auf links und dann ziehst du Kostic irgendwie vor oder keine Ahnung, da wäre ja einiges möglich gewesen, aber das fällt ja jetzt auch raus, unpraktischerweise. Also das ist wirklich da defensives Mittelfeld, Innenverteidigung sehr, sehr eng besetzt aktuell. Ja, gerade dann eben auch durch das eben angesprochene Thema, dass der ein oder andere Spieler, den du da gut als Alternative bringen könntest, keine Spielberechtigung hat. Das kann man ja keinem zum Vorwurf machen. Das ist nee, ja, das wusstest du natürlich im Vorfeld nicht. Erzählt, ne? Ja, klar. Ja. Aber mach's natürlich dann... Hätte Ilsanger oder Knauf, hätte ich auch Knauf genommen. Ja, fällt auch blöd zusammen, dass jetzt Jakic und Ndicka gleichzeitig raus sind, die ja eigentlich gesetzt sind, also vor allen Dingen Ndicka. Das ist unglücklich, also aber damit, also das kann passieren, aber man rechnet, also man rüstet sich ja jetzt auch nicht für jeden noch so unwahrscheinlichen Fall, das geht ja auch gar nicht. Ja. Aber jetzt lieber jetzt als im Rückspiel in Frankfurt. Ja. Ich bin mit der vollen Mannschaft. Da bin ich auf jeden Fall dann froh, dass wir da jetzt nur von einem Spielsperre bei Jakic und Ndicka sprechen und müssen halt einfach hoffen, dass da jetzt keiner in irgendeiner anderen Art und Weise verletzungstechnisch oder sperrentechnisch irgendwie ausfällt, dass wir dann wirklich mit der 1A mit Sternchen Mannschaft dann im Rückspiel auflaufen können und es bis dahin halt einfach, so wie wir es vorhin gesagt haben, maximal eng und spannend hält.
Wie ist es denn mit dem Rest der Aufstellung? Würdet ihr da noch irgendwas ändern oder da einfach unsere aktuelle A11 rein? Komplett. Also ich würde sonst keine Wechsel mehr machen. Das heißt, wir haben ja das Innenverteidigung haben wir jetzt besprochen. Natürlich hinten Trapp ist klar. Wir haben das defensive Mittelfeld gesprochen. Links Kostic, dann links Lindström. Rechts neben Lindström Kamada und auf der anderen rechten Seite natürlich Knauf und vorne Boré. Ich sehe da gar keine Alternativen. Ich glaube, dass das Spiel halt seine eigenen Gesetze hat. Oh wow, okay, jetzt muss ich Geld bezahlen dafür. Ja, definitiv. Aber ich glaube, dass wir, dass es halt maßgeblich auch davon, das Spiel wird anders leben, von der eigenen Geschichte leben. Und am Ende kann es auch sein, dass ein eingewechselter Ayman Barkok plötzlich eine Szene hat, die dazu führt, dass wir einen Elfmeter bekommen oder irgend sowas. Also ich glaube, ne, das ist, wir theoretisieren das und das finde ich auch gut, aber ich glaube, dass diese Elf, die ich jetzt angesprochen habe, genau die sein wird und dass dann vielleicht eine Überraschungsaktion dazu führen kann, dass es hier ein wunderbarer Abend wird am Donnerstag. Also die Konstellation, Fans, Mannschaften, die Historie, die wir mit West Ham haben, lädt auf jeden Fall sehr stark dazu ein, dass das so zwei Spiele sind, in denen die ein oder die andere Mannschaft ein weiteres Stück Fußballgeschichte schreiben kann. Ich habe da sehr große Lust drauf und ärgere mich schon, dass wir heute erst Dienstag haben und das Spiel erst am Donnerstag ist. Ich bin so nervös. Ja, du bist ja auch noch vor Ort. Ich kann mich ja wenigstens die nächsten Tage noch mit Arbeit ablenken. Du hast ja hier quasi... Markus ist auch vor Ort. Ja, aber erst am Donnerstag. Aber hat erst er gesagt. Am Donnerstag. Ja. Kann sich auch noch zwei Tage mit Arbeit ablenken. Ja. Ich muss da wieder Pizza bestellen, um mich ablenken zu können. Das fünfte Mal in sechs Tagen dann wahrscheinlich. Was ist denn euer Ergebnistipp für den Donnerstag? Der Markus darf mal anfangen. 0-0. Leider Gottes. Okay. Aus den bereits erläuterten Gründen. Ja. Also es wird auf jeden Fall eine enge, also wie gesagt, auf jeden Fall kann mir nicht vorstellen, ich sehe kein Szenario, in dem da viele Tore fallen. Vielleicht fällt auch eins. Ich sehe mich aber nicht imstande zu sagen, für wen. Okay. Weil wir haben es ja schon aufgedröselt, dass das eigentlich viel mehr 50-50 geht eigentlich nicht. Nee, es sei denn natürlich, es passiert irgendwas Außergewöhnliches, irgendwo ein Platzverweis nach kurzer Zeit oder irgendwas in der Richtung. Weil dann wird es spannend, wenn West Ham mal alle Hoffnung gebündelt, wir machen ein frühes Tor, dann ist natürlich der komplette Plan von denen hinfällig. Ne? Auch zu Hause auch mal tief stehen, kommen lassen und dann mal gucken, wann sich was anbietet. Das können sie dann natürlich abhaken. Wobei andererseits ich mir auch vorstellen könnte, dass die selbst das in Kauf nehmen. Weil das war ja in Sevilla auch so. Die haben in Sevilla 0-1 verloren und dann daheim 2-0 gewonnen. Oder in Lyon daheim 1-1 und dann in Lyon, das ist gut, das war auch ein Feiertag für die, 3-0 gewonnen. Selbst wenn die Eintracht da das 1-0 macht, wird West Ham nicht komplett aufmachen, weil die genau wissen, im Rückspiel ist trotzdem noch was drin. Gerade ohne Auswärtstorregelung. Also 0-0 oder 1-1, aber ich glaube 0-0. Leid Gottes. Okay. Obwohl wir immer treffen, dann nehme ich doch, 1-1, weil bei jedem Spiel ist ja mindestens ein Tor, dann sage ich jetzt 1-1. Ja. Die Serie soll beibehalten werden, außerdem möchte ich ein Tor bejubeln. Ja, wäre schon irgendwie geil. Wir schalten mal in die Schweiz, Frau Patricia. Ich bin eigentlich auch bei 1-1, weil die Eintracht auch nicht mit einem 2-0 irgendwo rauskommt, also beziehungsweise sehr selten. Ja, ich aber eigentlich nicht gegen die Eintracht tippen möchte jetzt, sehe aber, traue mich auch nicht irgendwie so positiv zu sein, dass ich einen Sieg nehme, deswegen so ein 1-1 und dann den Sieg im Rückspiel. Ja. Marvin? Ja. Finde ich gut. Ich bleibe auch beim 1-1. Ich schließe mich da Patricia an. Denn es ist tatsächlich so, dass ich glaube, es wird ein richtig anderes Spiel als gegen Barcelona auswärts. Das wird ein richtig ekliges Spiel. Ich glaube, Markus dürfte das schon ausgeführt haben, dass West Ham halt auch will. Die wollen diesen Pokal genauso, wie wir den wollen. Das wird ein anderes Zerren. Das wird vielleicht ein widerlicher Kick, aber wenn wir mit einem Punkt rausgehen, dann ist alles geil und dann im Rückspiel in einer Woche, dann explodiert es. Dann muss dieses Stadion, dann muss das Waldstadion wieder explodieren und dann muss halt wirklich eine ganz besondere Atmosphäre hin. Denn am Ende ist es so, du hast noch drei Spiele. Davon musst du zwei gewinnen.
Und das eine solltest du nicht so hoch verlieren. Aber wenn du zwei Spiele von den dreien gewinnst, dann eskaliert hier alles und dann haben wir vielleicht wirklich sogar einen Pokalsieg. Es gibt keinen besseren Weg, als eine Saison in die Unendlichkeit zu überführen. Und ich glaube, das wissen die Spieler. Und deswegen ist so ein 1:1 im Hinspiel gar nicht so verkehrt. Oh Mann, ich tue mich richtig schwer mit einem Tipp. Weil wir hatten ja vorhin auch drüber gesprochen und Markus hat das ja auch gerade eben nochmal erwähnt. Statistisch gesehen ist es für beide Mannschaften echt super ausgeglichen. Ich will aber eigentlich auch irgendwie nicht das. Ja, aber es geht nicht anders. Ich kann eigentlich auch nur 1:1 tippen. Es geht nichts anderes. Und dann zu Hause einfach 3:0 gewinnen. Nächste Woche. Ich gehe auch mit dem 1:1. Gut. Wahrscheinlich ist jetzt alle unsere Statistik hin und irgendeine Mannschaft führt irgendwie zur Halbzeit irgendwie 3:0, aber ein Eigentor in der dritten Minute für irgendeinen und dann geht es komplett wild hin und her. 4:3 am Ende und dann gucken wir uns an und sagen, hätten wir lieber die Schnauze gehalten. Ich erinnere mich dran. 10 Untertore, nichts, alle Mauer. Ich wollte gerade sagen, kriegst du wütende Anrufe von Basti, der irgendwie Haus und Hof auf Untertore gesetzt hat. Ja. Ja. Wenn wir doch dann irgendwie Marvin, der total eskaliert ist, noch irgendwie mit dem Hubschrauber aus London kurzfristig rausfliegen. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ah, ich habe richtig Bock jetzt auf dieses Spiel, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Es wird geil. Wir müssen das als Fest begreifen. Ja. Was anderes geht gar nicht. Ich meine, das ist jetzt natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte, aber das ist scheißegal. Wir müssen die Chance ist da und das wissen die Spieler auch. Ja. Da gehe ich fest von aus, dass die können ihre Karriere krönen. Kostic kann mit diesen drei Spielen, im Optimalfall drei Spielen, zum absoluten Chef werden. Ey. Zu einer Legende, nicht nur in Frankfurt. Das kann jeder einzelne Spieler übrigens auch werden. Das ist auch scheißegal. Am Ende macht's halt ein Lammers, wird eingewechselt und dann hat er irgendwie seinen Seitenscheitel dann dahin gebatscht. Oder ein Paciencia murmelt ein Tor mit seinem hübschen Arsch rein. Das kann alles passieren. Das sind genau die Spiele. Aber dieses Feuer, ja. Guck mal, wir reden heute an einem Dienstag. Wir sind alle schon hyped. Wir sind alle schon total emotional, weil wir genau wissen, Alter, es ist nicht mehr lang. Und das Krasse ist, das ist nochmal was anderes, weil gegen Barcelona hast du es nicht erwartet. Da bist du hingefahren und hast es als Bonus verstanden. Aber du weißt natürlich, klar, der Gegner jetzt, West Ham, ist ein guter Gegner, ein starker Gegner, aber ein Gegner, von dem du dir was ausrechnest, wo du denkst, die sind vielleicht echt ebenbürtig und das wird ein knallhartes Ding. Und jetzt hast du irgendwie fast ein bisschen was zu verlieren. Ein Kollege hat es letztens gemeint, es wirkt gerade so eher, aber im positiven Sinne, wie die Anspannung gegen Nürnberg. Und es ist halt so. Wir müssen diese Anspannung aber jetzt nehmen und müssen genauso erfolgreich sein wie gegen Nürnberg. Und dann wird das eine geile Kiste. Ey. Und es ist echt möglich. Die Spieler haben in der Liga, darüber werden wir irgendwann ja auch nochmal sprechen, den Ball so ein bisschen vergeben, ja, und die Körner waren halt nicht drin, aber die müssen jetzt dafür drin sein. Die müssen für diesen verdammten Europacup drin sein. Und dann ist auch wirklich, dann redet auch bei uns niemand mehr über, naja, die Saison war aber nicht so gut, ne? Naja, gut, wir haben Europacup gewonnen, ihr Menschen. Ja, also insofern, it's possible. It's still real to me and it's, I believe, um es mal so zu sagen. Ja. Und ja. Wir haben ja noch einen gut mit einem Halbfinale in London, von daher. Ja. Und Markus, das ist ja die nächste Geschichte. Es ist so, gut, dass du das jetzt nochmal erläuterst. Das ist ja genau das. Wir hatten es schon 2019, ja, da sah es nicht so gut aus, ne? Und es war trotzdem ein geiles Spiel, eine geile Atmosphäre und es war wahrscheinlich das richtige Ende zur richtigen Geschichte. Aber jetzt muss die Geschichte sich weitertragen und übrigens auch in der Hoffnung, dass halt fucking Leipzig nicht irgendwie ins Finale kommt, sondern da vielleicht wirklich die Glasgow Rangers stehen und dann hast du eigentlich stell dir mal vor, das würde passieren, wir im Finale gegen Glasgow, was das für eine unfassbare Eintracht-Erzählung eigentlich diese komplette Euroleague-Kiste wäre, ja, unfassbar, ey. Also das ist möglich und wir müssen es begreifen und ich glaube auch, dass wir mit London noch eine Rechnung offen haben. Können wir die Zeit im Prinzip zurückdrehen zu 2017 und 2018. 2017 Pokalfinale verloren, hinterher gesagt, wir kommen wieder und vollenden, ein Jahr später, bam,
Und das könnten wir jetzt, auf internationaler Ebene genau dasselbe Ding abziehen, was wir im Fall abgezogen haben in den 2 Jahren. Auf jeden Fall. Das wäre genau dasselbe. Auf jeden Fall. Wer hätte es gedacht, ey? Wer hätte es gedacht? Ich meine, Europacup-Halbfinale, das ist halt nicht so easy peasy zu erreichen, ne? Und wie die Eintracht sich da auch durchgewatzt hat im Grunde, ne? Das ist also, und auch, also wirklich, in der Liga war es ja selten wirklich souverän, aber ich meine, wir haben diese komischen Spiele gehabt, wo wir dann in Belgien waren, wo, keine Ahnung, Rollator nach uns geschmissen wurden, also so ganz merkwürdige Kicks, ja, dann Piräus, wir waren Türkei und so, und jetzt Sevilla mitgemacht. Das sind alles so krasse Spiele, die dann irgendwie siegreich gestaltet wurden. Also warum nicht gegen, ja, gegen West Ham? Und ganz ehrlich, wenn es eine Mannschaft eigentlich mal verdient hätte, dann ist es eigentlich die Eintracht, weil was die für diesen kleinen, stiefmütterlich behandelten Europacup die letzten Jahre geleistet hat, dafür müsste die UEFA uns eigentlich jeden Monat Geld überweisen. Das ist leider auch richtig, ja. So viele Mannschaften haben da immer abgeschenkt und was weiß ich, und dann die haben keinen Bock und ach und was weiß ich. Weiß ich nicht, verstehe ich die Einstellung nicht. Ein Jahr lang reißt man sich in der Liga einen Arsch auf, um in den Europapokal zu kommen, nur um dann zu sagen, oh, die Doppelbelastung, ich bin jetzt bei Leverkusen, ich scheide jetzt mal mit 2 Siegen und einem Unentschieden aus, na ja, okay, war eine schöne halbe Jahr oder was. Scheiß drauf. Wir ziehen da jetzt voll durch und dann schauen wir mal. Und dann schicken wir eine Rechnung. Gute finale an die Worte, finde ich. Gute finale Worte, finde ich. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack auch hier zu. Wir sprechen jetzt nicht über Leverkusen, weil das interessiert sowieso irgendwie keinen mehr. Möchten euch aber noch ganz kurz, Leverkusen auf den Montag. In Deutschland wird sich seit 20 Jahren beschwert, seit Schalke, dass keine deutsche Mannschaft mehr im Europapokal, also beziehungsweise im kleinen Europapokal, irgendwas gerissen hat. Und dann gehen sie her und legen unser Rückspiel auf den Montag, wenn donnerstags wahrscheinlich das wichtigste Spiel der letzten 30 Jahre stattfinden soll. Vielen Dank dafür. Ja, guter Punkt. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja, nee. Wegen 1. Mai ist das. Wegen 1. Mai am Sonntag ja, sind gar keine Spiele. Aber hat man das vielleicht nicht irgendeine Lösung gefunden hat? Ja, wenn es jetzt, so halt jetzt die Bayern gewesen wären, die hätten sich dann wieder beschwert und dann hätte man das Spiel irgendwie verlegt und hätte es dann irgendwie in der Woche drauf oder irgendwas ausgetragen. Also da hätten sich so eine Nummer nicht erlaubt. Vor dem Pokalfinale. Ja. Oh, das ist Markus, ja, bisschen merkwürdig. So. Nun gut, also wir machen dann hier an dieser Stelle den Sack zu, möchten euch aber noch eine kleine Empfehlung mit auf den Weg geben. Der liebe Basti, der heute hier nicht mit dabei sein konnte, weil auch da Terminstress, Anreise, London, dies, das, Ananas, war allerdings zu Gast beim Konkurrenzprodukt aus London, nämlich bei den Kollegen von We Are West Ham, dem Podcast. Ich packe euch mal den Link zum YouTube-Video in die Shownotes und dann könnt ihr dem lieben Basti mal zuhören, wie er dort über die Eintracht spricht. Also quasi absolutes Gegenstück zu hier. Vielleicht kriegt ihr da auch noch den einen oder anderen Einblick. Ich schmeiße es euch mal mit in die Shownotes. Könnt ihr euch noch ein bisschen mehr hochhypen, falls es nicht sowieso schon irgendwie so kurz unter der Decke ist wie bei uns gerade. Und in diesem Sinne. Wie er auch Englisch spricht. Das muss ich auch mal reinhören. Ja, könnt ihr vielleicht auch noch. Vielleicht haben sie Untertitel drin, dass ihr es besser versteht. Ich gucke mal gleich mal. Sehr schön. Ja, all denen, die in London jetzt schon sind, bald sein werden und das Spiel vor Ort genießen, habt Spaß. Feuert die Mannschaft an. Bringt Punkte mit, mal mindestens ein. Und dann werden wir uns in der nächsten Woche hier wieder melden und drüber sprechen, wie spannend hoffentlich das Rückspiel ist und wie sensationell, großartig und überhaupt es überhaupt noch werden kann. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.